nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live heute. Ohne Nils Bohmhoff, dafür mit Tobias Escher und Nico Backspin. Darf man eigentlich den Nachnamen sagen oder ist das ein... Ja. Kann man ja relativ leicht rausfinden. Ja, ne? Genau. Herr Hülz. Ja, genau. Da finde ich Backspin besser. Ja, wie gesagt, steht auch im Ausweis insofern. Ja. Herr Backspin. Als Künstlername eingetragen, steuerlich damit absetzbar. Ja. Ja. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja, wir grüßen den Nils, der liegt krank zu Hause, ohne Stimme, was auch manchmal ganz angenehm ist. Ich bin aber auch schon wieder nasal, ich habe auch gerade schon wieder mein Leid geplagt, dass ich, egal was ist, ich immer Schnupfen habe. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich muss nächstes Mal auch einfach einen Laptop mitbringen, oder? Ich sitze hier immer ohne. Ich glaube, ich bringe ihn einfach auch mit. Damit aber heute darfst du noch mal bei mir mit reingucken. Hier, guck, kicker.de. Wir haben einen tollen Bundesligaspieltag, wie ich finde, aus ganz subjektiver Sicht vor uns. Ne? Genau. Ja, doch, wenn man die Sonntagsspiele mal ausklammert, die, glaube ich, da sind wir uns einig. Du warst sogar vor Ort. Kannst gleich mal bei allen Sonntagsspielen Bericht erstatten. Ja, genau. Du warst bei allen Sonntagsspielen. Ich habe das auch wieder jetzt erst mitgekriegt, dass sonntags ja schon 13 Uhr oder so losgeht. Ne? 13 Uhr, 13.30 Uhr. Das ist schon ein paar Wochen so, aber ja, ja, das ist korrekt. Dann auch an mir vorbeigegangen. ja, und damit würde ich sagen, damit wir die Zeit nutzen können, kein Problem, das hat niemanden getroffen. damit wir die Zeit nutzen können, heute ausführlich über alles zu sprechen, was wir sprechen wollen, fangen wir direkt an mit der Spieltagsanalyse. Es gab wieder die Möglichkeit... Was war das? Was hast du gemacht? Also die Kamera? Ja, so, dieser alte Move. Das musst du auch noch einmal. Naja, gut. Und den hier. Oder warum jubelt? Wer einer jubelt immer so neuerdings? Macht immer so. Wer macht das? Wer ist hier irgendwo? Habt ihr den? Augustin, glaube ich, zum Beispiel. Habt ihr den Jubel im American Football gesehen? Nee. Wo zwei Verstecken gespielt haben? Nee. Das war der Jubel, der haben Verstecken gespielt. Finde ich geil. Ich habe neulich irgendwie so ein Best of Football irgendwas gesehen. Best of Touchdown oder so. Und da war einer, der hatte ein schwarzes Trikot und die Endzone war auch schwarz. Und der lag. Der hat sich hingelegt in die Endzone, also flach in die Endzone. Und original, das ist wirklich passiert, die andere Mannschaft hat ihn vergessen. Und dann ist er irgendwann aufgestanden und stand in der Endzone und hat den Pass gekriegt und dann war Touchdown. Und keiner hat so Kraft, wie ist denn da erschienen. Na gut, aber das ist eine andere Sportart. Wir beschäftigen uns mit dem echten Football. Und zwar wollen wir über die Spielerin, die du zur Auswahl gestellt hast, auf der Facebook-Seite. Was kam bei deinem total objektiv? Ach ja, irgendjemand hat die Spiele zur Auswahl auf der Facebook-Seite von Bundesliga gestellt. Ja, das Ding ist, um es mal kurz zu erklären, wir haben da gesessen, haben nicht genau gewusst, welche wir zur Auswahl stellen sollen. Und da wir sowieso über Dortmund gegen Frankfurt reden werden, weil du es ja schon als bestes Spiel aller Zeit betitelt hast. Ich bin schon auf den dreiminütigen Monolog gespannt. So habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist eines der besten Eintracht-Spiele. Ich gucke mir den Chatverlauf nochmal an. Und da wir über Köln gegen Bremen, das zweite Aufregerthema, quasi auch reden werden, haben wir uns gedacht, bevor wir hier da sitzen und ein Spiel haben, wo wir nichts zu sagen können, skippen wir es diese Woche mal und machen mal so ein Scherz-Voting. Und gewonnen hat tatsächlich das Spitzenspiel der katarischen Liga Al-Sadd gegen Al-Arabi, worüber wir uns gleich ausführlich unterhalten werden. Okay, da bin ich gespannt. Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Topspiel, im Nachhinein Topspiel. Und 2-2. Das sage ich natürlich nicht, weil die Eintracht dort beteiligt war, sondern weil das Spiel einfach wirklich geil war. Weil das offensiver Fußball war mit offenem Visier, beide Mannschaften, offener Schlagabtausch. Freddy Bobic hat gesagt nach dem Spiel, das war ein Spiel ohne Mittelfeld. Das kennt er eigentlich nur von Altherrenmannschaften so, dass man komplett ohne Mittelfeld spielt. Aber so war es tatsächlich. Ich denke, das 2-2 unterm Strich geht es eigentlich in Ordnung. Ein 5-5 wäre auch gegangen. Ich glaube, beide Mannschaften hätten zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel den Lucky Punch setzen können. Ja. Die Eintracht hatte wirklich viele, viele Chancen, was wirklich auch nicht für die Abwehr vom BVB spricht, muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Weil die Eintracht bislang zumindest nicht durch übermäßig geiles Offensivspiel aufgefallen sind, meiner Meinung nach. Und hatten wirklich unfassbar viele Chancen, die unter anderem ein guter Bürki
entkräftet hat oder aber die am eigenen Unvermögen dann letztendlich gescheitert sind. Dortmund ist dann mit 2-0 in Führung gegangen und ich finde, das ist dann natürlich wieder so ein Punkt, wenn man dann noch 2-2 spielt als Eintracht Frankfurt, da darf man sich dann auch schon über den einen Punkt freuen wie über 3 Punkte. Am Ende hatte, ich weiß gar nicht, wer es war, hatte Dortmund nochmal eine Riesenchance, die Makoto Hasebe von der Linie kratzt. Das war schon, da war es glaube ich schon 90. Minute oder so, das wäre dann natürlich echt bitter gewesen, aber so finde ich, war das dann ein Unentschieden, mit dem beide leben können, also die Eintracht sicherlich gerne lebt, der BVB leben muss. Es gab ordentlich Kritik an Trainer Bosch, der, heißt er Bosch oder Boss? Bosch ist Bosch. Bosch. Ich glaube Bosch. Bosch. Wie die Waschmaschinenfirma. Ja. Wird nur anders geschrieben. Mit Z. Es gibt aber auch noch andere tolle Waschmaschinen von Siemens oder Bauknecht. Das weiß ich, weil ich zufällig gerade nach einem Trockner suche. Jedenfalls gab es ordentlich Kritik an Bosch, weil er umgestellt hat, glaube ich, Batra von rechts außen als rechten Verteidiger in die Innenverteidigung gestellt hat. Nee, andersrum. Umgekehrt von Innenverteidiger auf rechts außen. Und dann das Spiel der Dortmunder wohl deutlich schlechter war. Das musst du jetzt gleich mal in deiner Analyse erklären, ob diese Kritik an Boschs Umstellung richtig war. Oder nicht? Man muss mal einen Schritt zurückgehen, da in dem Sinne sagen, ich verfolge Bosch schon etwas länger, habe ihn auch schon in Amsterdam verfolgt. Natürlich. Und da hat er die ersten Spiele halt, da hat er halt sehr lange gebraucht, um halt wirklich seine Elf zu finden. Und da hat er auch sehr viel ausprobiert. Die Leute aus der Jugend auf Positionen, auf denen sie eigentlich nicht spielen. Und da hat es auch oft schief gegangen. Deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, dass er bei Dortmund da so schnell reinfindet und dann auch so schnell eine erste Elf gefunden hat. Und jetzt hat man aber diesen alten Bosch quasi wieder, der viel ausprobiert. Also Julian Weigel hat er in die Innenverteidigung gestellt, was der noch nie gespielt hat. Marc Bartra auf Rechtsverteidigung, was er, wenn ich dem Kommentator glauben darf, seit 3 Jahren, also seit einem Champions-League-Spiel von Barcelona gegen PSG nicht mehr gespielt hat. Und Subotic hat gespielt, der auch, ich glaube, in den letzten 3 Jahren, ich glaube, 2 Spiele in Dortmund gemacht hat von Anfang an. Also das war dann wirklich wieder so, wir tauschen einmal durch und probieren es aus. Mit dem erwartbaren Ergebnis, dass am Ende wenig zusammengelaufen ist bei Dortmund, dass sie teilweise geschwommen sind. Ein paar Dinge, die man vielleicht vorher hätte ahnen können, zum Beispiel, dass Subotic für dieses hohe Verteidigen einfach nicht schnell genug ist mehr mittlerweile. Es tut mir so leid für diesen Kerl, weil der ist so sympathisch und der ist so ein toller Typ einfach, aber er ist halt für dieses Niveau nicht mehr gemacht, was Geschwindigkeit und was Körperlichkeit und was auch Passstärke angeht. Weigel hatte auch natürlich die erwartbaren Anpassungsschwierigkeiten. Batra hat es, finde ich, noch am besten gemacht. Der hat ja auch das 1-0 eingeleitet, hatte nach vorne viel zustande gebracht. Wobei, das war Glück, würde ich mal sagen. So das sah aus wie ein Torschuss, der irgendwie auf dem Fuß von Scheiben der Pass war Glück, das stimmt, aber die Balleroberung war kein Glück. Also er hat ja vorher den Ball da quasi aufgesammelt und ist dann ins Dribbling gegangen. Und das war halt kein Glück, das war halt schon genauso beabsichtigt. Entschuldigung. Aber es muss sein. Ja, es ist ehrlich, dass du trotz aller Widrigkeiten hier bist. Alles gut. Und was ich immer sagen möchte, halt, trotz dieser ganzen Abwehrdiskussion und diesen ganzen Rumprobierens, fand ich auch das Mittelfeld nicht so stark. Also da hat ja, Frankfurt hat das toll gemacht, da haben sie ja sehr viel Zugriff auch bekommen und haben da sehr eng gestanden. Götze hat halt versucht, was zu machen, das Sahin auch, aber die sind gar nicht ins Spiel gekommen. Castro war ganz abgemeldet. Da hat Frankfurt einfach das rigoros weggedeckt quasi. Und haben dann die Umschaltbewegung reingekommen, wo da auch das Dortmunder Mittelfeld viel zu langsam war und gar keine Unterstützung bekommen hat. Frankfurt hat es ja sehr oft geschafft, halt mit Pässen von Boateng einen Stürmer einzusetzen, der dann ins 1 gegen 1 gehen konnte und dann wirklich zum Abschluss kommen konnte. Da war es halt zu wenig eigentlich von Dortmund. Also diese Anpassungsschwierigkeiten, die ich eigentlich erwartet habe in den ersten Wochen auf dieses neue Bosch-System, die sind jetzt da im Oktober, Mitte Oktober. Interessant, dass Bosch jetzt schon ordentlich unter Druck ist in Dortmund. Am Anfang wurde er ja noch also richtig gefeiert. Jetzt hat man das Gefühl, er steht schon wieder ordentlich unter Beobachtung. Schon die Vereinsoffiziellen müssen sich äußern und schützend die Hand über ihren Trainer legen. Aber ich denke, wenn jetzt also die nächsten 2-3 Spiele wieder irgendwelche Sachen passieren, dann kann das ungemütlich werden in Dortmund. Ja, hat halt einen sehr guten Start gehabt, aber dann auch ziemlich entscheidende Spiele verloren oder zumindest nicht gut aufgestellt. Was ich an dem Frankfurt-Spiel auch am krassesten eigentlich fand, dass man als Dortmund, also die Verteidigungsaufstellung habe ich nicht verstanden, aber wenn du sagst, er probiert eh immer gegen viel aus, dann ist es vielleicht damit begründet. So, gerade, also bei aller Rotation und aller Liebe, aber so komplett einfach mal neu aufzustellen bei einer Mannschaft, die gerade zweimal in der 90. Minute gewonnen hat und ja auf jeden Fall
emotional im Vorteil ist gerade. Und dann führst du 2-0 und ich habe nicht verstanden, wieso sie das Spiel hergegeben haben. Also ich habe es halt am Ende auch nur in der Zusammenfassung gucken können, weil ich dann so ein bisschen im, also ich habe nur in unserer WhatsApp-Gruppe halt deine Jubelstürme und deine emotionalen Ausbrüche über das Spiel wahrgenommen. Ja, Ausbrüche. Ja, und aber die haben schon das, was ich dann in der Zusammenfassung gesehen habe und ich habe ein bisschen gelesen, auch schon so erklärt, weil dann da haben sie sich offensichtlich auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen, den sie gar nicht hätten eingehen müssen. Man muss dazu sagen, dass sie den offenen Schlagabtausch schon vorher nicht verhindert haben. Also das 2-0, das fand ich auch so ein bisschen so azyklisch gefallen. Also so Frankfurt ist ja gerade gekommen, so ein bisschen nach der Pause und dann kam plötzlich das 2-0 und man hatte irgendwie sich gefragt, wo kam das denn jetzt her so? Aber soll ja auch, ich habe nur gelesen, Kovac auch sehr schlau. Also er soll wiederum sehr schlau aufgestellt haben. Oder? Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob du das bestätigen kannst, mir wäre es jetzt während des Spiels nicht aufgefallen, ich habe es auch nur gelesen, dass er Marius Wolf als Manndecker quasi auf Sahin abgestellt hat, um sozusagen die Spieleröffnung im Keim zu ersticken. Und das ist wohl ganz gut aufgegangen, weil die Dänen halt nicht auf dem Schirm hatten und Marius Wolf halt unheimlich schnell ist. Generell muss ich sagen, hat mir die Mannschaftsaufstellung sehr gut gefallen, mit Willems statt Tabata auf links, den ich enorm stark finde am Ball. Klar, immer auch ein bisschen Risiko, weil der oft das Dribbling sucht, aber dadurch auch oft das Dribbling gewinnt und dann die linke Außenbahn wirklich hochpesen kann. Und die Frankfurter sind sehr gefährlich über die Außen gewesen, mit Rebic auf links, Wolf dann rechts. Dazu hattest du in der Mitte mit Boateng und Gacinovic hattest du eine gute Mischung, sage ich mal. Boateng, der ja zwar langsam ist, aber du siehst, dass der eine sehr gute Ballbehandlung hat, quasi keinen einzigen Ball verloren hat, entweder das Foul rausgeholt hat oder einen klugen, eröffneten Pass gespielt hat. Und Gacinovic war, glaube ich, der laufstärkste Mann, der wirklich sehr schnell ist und ständig wie so ein Wadenbeißer. Ist zwar ein bisschen verschenkt mit seinen technischen Fähigkeiten, finde ich, aber auf der anderen Seite haben sie dadurch im Mittelfeld immer wieder Ballgewinne gehabt und konnten dann gut umschalten und haben dann die Konter nicht immer gut zu Ende gespielt. Aber generell war das ein System, was Dortmund nicht geschmeckt hat. Würdest du denn sagen, sie haben jetzt komplett anders gespielt als die beiden Spiele davor? Naja, es kommt halt immer drauf an. Dortmund ist insofern ein dankbarer Gegner, weil die halt knallhart nach vorne spielen, egal was ist. Das hat man ja auch in der Champions League gesehen und schon oft jetzt auch in den Diskussionen um die Taktik von Bosch hinterfragt. Aber an Mannschaften auf Augenhöhe, da haben wir auch hier schon oft drüber diskutiert, die auch mit Fünferkette spielen, die sich hinten reinstellen oder so, das liegt der Eintracht natürlich nicht so. Also wenn sie jetzt gegen einen Hannover wird nicht so auftreten oder was weiß ich, ein Stuttgart, Freiburg, Augsburg, die treten nicht so in Frankfurt auf wie Dortmund. Und dann tut sich die Eintracht auf jeden Fall schwer, wenn hinten eine massive Abwehr steht oder zwei Abwehrreihen, da fehlen ihnen dann oft schon die spielerischen Mittel, da schnell zu Abschlüssen zu kommen. Aber Mannschaften wie jetzt vielleicht auch demnächst Schalke oder so, Leverkusen, so Vereine, die eben auch in der Offensive ihr Heil suchen, ich glaube, das kann dazu führen, dass die Eintracht ihre Qualitäten, die sie schon haben, besser ausspielen kann. Es ist ja so, dass sie, weil du das mit dem Wolf auf Sahin gesagt hast, das war ja auch dahinter. Boateng und Gacinovic waren ja auch sehr eng an Castro und Götze dran. Das ist ja die Frankfurter Spielweise, ganz eng am Mann zu spielen. Das ist ja das, was ich immer wieder sage, was auch der Trend momentan in der Bundesliga ist, dass es viele Teams tun. Und dann ist natürlich dankbar, wenn ein Gegner auch versucht, dann tatsächlich ins Mittelfeld zu passen und dann nicht einfach diese Spieler überspielt, sondern halt tatsächlich versucht, irgendwie sich rauszukombinieren, dann ist natürlich dankbar für die Eintracht, weil sie in die Zweikämpfe kommen. Und dementsprechend ist es so ein Spiel gewesen, wie du genau richtig gesagt hast, was der Eintracht einfach liegt. Gegen Dortmund oder gegen Bayern auch. Das sind solche Spiele, wo sie in die Zweikämpfe reinkommen. Ist natürlich auch nicht frei von Risiko. Also man muss natürlich sagen, die BVB hat auch, also Aubameyang, nicht seinen besten Tag erwischt. Das heißt, wenn der wieder so einen Sahnetag erwischt, dann steht es vielleicht ganz schnell 3-0, 4-0, dann hat sich das Thema erledigt. Ja, ne? Genau. Also muss man auch wissen, das hat auch Kovac dann auch noch mal betont, dass das zwar schön aussieht, dass er sich freut für das Publikum, dass es das so ist, aber ihm ist natürlich auch nicht entgangen, dass da zahlreiche hochkarätige Chancen von Dortmund liegen lassen wurden. Zwar auf beiden Seiten, aber ist ein Spiel mit dem Feuer. Aber schon hausgemachter Ärger, den sich Bosch dann da jetzt wirklich auch einsammelt, glaube ich. Weil die da sind schon, glaube ich, schon eher 3 Punkte einkalkuliert gewesen als einer. Ja, vor allen Dingen jetzt, wenn wir dann gleich noch über die anderen Partien sprechen, sehen wir natürlich, dass jetzt die Bayern wieder dran sind. Ne? Du machst sie automatisch wieder stark, obwohl sie nicht in der Champions League raus. Haben. Also vor 2-3 Wochen war der BVB irgendwie 6-7 Punkte vorm Bayern, Champions League noch drinne. 2-3 Wochen später sieht das Ganze schon anders aus. Also so schnell geht's beim Fußball. So schnell
geht auch unser erstes Drittel rum. Wir machen kurz Werbung und nach der Werbung geht's hier weiter. Und dann reden wir über, wie hießen die beiden Vereine? Al-Sadd und Al-Arabia. Al-Sadd und Al-Arabia. Ja. Al-Sadd. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Ihr lustigen drei machen jetzt hier weiter mit der Spieltagsanalyse und dem nächsten Matchup. Worüber möchtest du reden, Tobi? Wir können kurz über Bayern gegen HSV reden, weil okay. Das, glaube ich, thematisch gerade ganz gut passt. Toll, toll, toll. Mhm. Wobei ich nicht unendlich viel dazu zu sagen habe. Das wäre jetzt ein Spiel, wo Nils wieder sich drüber freuen könnte, über die gute Hamburger Leistung, die ja dann gut mitgehalten haben und erst nach der umstrittenen roten Karte gegen Jung. Ist die umstritten? Die ist da nicht umstritten. Wenn du HSV-Leute fragst, sagen die, es war keine rote Karte. So. ich fand es grenzwertig. Also zwei Spiele Sperre übrigens. Ja. Ey, der haut ihn von hinten, also mit Anlauf. Ja, das stimmt schon. Kommt von der Seite, Ball ist noch irgendwo da, also ich fand es jetzt nicht unendlich brutal. Ich fand es auch rot, okay. Es war kein Dunkelrot. Man kann rot geben, aber man kann auch sagen, dass es solche Fouls auch mal häufiger gibt, wo gelb gegeben wird. Ich muss sagen, wenn ich dann das Foul von Marc Bartra sehe, ja, an Sebastian Haller, das sind vier Spiele Sperre eigentlich. Ja, genau. Und der kriegt nur gelb. Und da ist dann natürlich wieder so, das steht schon wieder in keinem Verhältnis, irgendwie, was da passiert. Deswegen rot, Punkt. Also ich hätte rot, finde ich okay, aber es war halt jetzt keine dunkelrote Karte. Aber zwei Spiele Sperre ist dann schon hart. Das ist, glaube ich, die Mindestsperre, oder? Ach so. Nee, ja. Echt? Ich dachte ein. Das rot? Nee, rot, ja, und ist eins, ein, ja, aber eins heißt eigentlich wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich für Foulspiel 2. Ah, ja, aber eins heißt eigentlich schon, das war eine Fehlentscheidung. Wenn sie nur ein Spielsperre geben, dann meinen sie damit schon so, nee, das war Quatsch. Ist aber schon irgendwie wieder schade, wenn man, also jetzt mal wirklich aus HSV-Sicht, und ihr merkt, ich als Werder bin oft sehr neutral dem HSV gegenüber, weil sie auch da wieder eigentlich dem FC Bayern München einigermaßen Paroli geboten haben. Natürlich mit den Mitteln, ne? Jetzt kannst du wieder gleich sagen, wie sie fast alle spielen, aber zerstörerisch das Spiel so aber ein bisschen ist, ausgeglichen. Das ist jetzt wieder so ein HSV-Ding, was mich wundert. Okay, sie haben in den letzten Jahren ein paar Mal auf den Sack bekommen gegen München, aber es war meistens in München. Aber es war bei den letzten Jahren immer so, dass sie gegen Dortmund, gegen Bayern auch teilweise gegen Leipzig besser ausgesehen haben, weil sie da einfach nicht das Spiel machen mussten. Mhm. Weil sie sich da vollkommen eine Woche lang trainieren können. Wie laufen wir die Gegner an? Wie pressen wir? Haben sie gemacht, haben sie sehr gut gemacht wieder mal. Aber es ist halt für mich keine riesen Überraschung gewesen, weil sie das eigentlich schon, dass ihr Pressing ihre große Stärke ist, ist ja kein Geheimnis. Und dass sie das gegen Bayern ausspielen können, auch nicht. Und wenn Bayern noch dazu dann die halbe Mannschaft durchrotiert und plötzlich halt, auch wenn Heinkes am Freitag noch sagt, ich möchte jetzt erstmal nicht rotieren, am nächsten Tag stehen dann fünf neue Leute auf dem Platz, die noch nie so zusammengespielt haben, mit einer Doppel-6, Tolisso, Vidal, wo dann auch kein Thiago, kein Rudi als Spielmacher dabei ist, dann hast du natürlich gegen so ein gut organisiertes Pressing eher ein Problem. In dem Sinne will ich jetzt den HSV auch gar nicht so hoch loben, weil es war halt so eine typische HSV-Leistung, sagen wir mal, gegen einen der Großen. Ja, Heinkes wurde aber schon wieder kritisiert für, dass der erste, also ich habe dann so ein paar Headlines noch so vor Auge, dass der erste Zauber schon wieder weg ist und dass jetzt die alten Probleme wiederkommen. Ja, aber ich fand schon, also der Hype im Vorfeld bei Heinkes, das ist ja nicht mehr normal gewesen. Er hat gegen Glasgow und gegen Freiburg gewonnen. Also zwei Vereine, wo normalerweise jeder bei Bayern gesagt hätte, wenn es da nicht mindestens 4-0 gibt, unter Pep hätte man gar nicht drüber diskutiert, dass es selbstverständlich 4-0-Siege sind, ja, und dann kommt Heinkes und der wird gefeiert. Endlich können die Bayern wieder gewinnen, ja. Also klar, er hat jetzt drei Spiele, drei Siege gegen HSV, Glasgow und Freiburg. Okay. Und man sieht jetzt schon, gegen den HSV war das schon auch nicht viel besser als das, was die Bayern gegen unter Ancelotti gezeigt haben, finde ich. Ja, das habe ich aber auch schon, ich glaube, letzte und vorletzte Woche immer gesagt, als es um Heinkes ging, dass ich den Move auch nicht gut finde. Aber ja, ich finde den Move gut, aber ich finde den Hype, der dann gleich immer generiert wird, finde ich, übertrieben. Ich glaube letztendlich, dass die Bayern dieses Jahr einfach nicht
so eine krasse Übermannschaft sind wie in den vergangenen Jahren. Man sieht es auch an dem James, der bislang noch sein... Der will aber schon längst nach Hause, der will schon wieder weg. Ja, ja, klar, aber das, man sieht es halt auch, man hat es jetzt auch wieder gegen HSV gesehen, die erste Halbzeit, es war einfach grottig von dem, ja. Mhm. Jetzt hat sich Müller noch verletzt. Das ist ein Schlag. 6 bis 8 Wochen Ausfallzeit. Ja. Das ist natürlich ein Schlag, weil der jetzt auch natürlich unter Heinkes sofort wieder reingefunden hat und das System wieder sehr stark auf ihn als Zehner zugeschnitten ist. Das war auch das, was man in der ersten Halbzeit gemerkt hat. Mit Rames hat das nicht so gut funktioniert wie in den Spielen zuvor mit Müller. Das ist schon so ein kleiner Schlag für die Bayern. Ich würde es jetzt auch nicht so schlecht sehen wie du. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist wieder wie in Ancelotti-Zeiten. Es war halt ein eher schweres Spiel nach einer englischen Woche, wo man rotiert hat und wo man dann aber auch, man muss auch ehrlich gestehen, der HSV hatte keine Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Ja, selbst mit im besten 10 Fall Mann nicht. Ja, auch mit 11 Mann wäre es im besten Fall 0-0 geworden, weil der HSV ja keine Torchancen sich im größeren Sinne erspielt hat. Ist das dann für den HSV aber andersrum jetzt ein Erfolg, so ein 0-1? Oder ist das, weil man kann natürlich sich dann sagen, rote Karte, ohne rote Karte hätten wir es vielleicht gewonnen. So. Das kann man sich natürlich dann in dem Sinne schönreden und dann auch ein bisschen Kraft danken. Aber machen die das nicht schon die ganze Zeit? Ich höre immer Gisdol jede Woche sagen, dass es ein gutes Spiel von der Mannschaft war. Er sich selber schon unangenehm in der Rolle fühlt, immer zu wiederholen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Und ist es ja vielleicht auch so, dass der HSV punktetechnisch oder ergebnistechnisch schlechter dasteht, als die Spiele es zeigen? Vielleicht auch, weil man beim HSV auch schon Spiele gesehen hat, die brutal schlecht waren und dann einfach mittlerweile ein bisschen bescheidener geworden ist und sich sagt, okay, wenn es nicht eine Vollkatastrophe ist, dann ist das ja auch schon mal was wert. Ich habe es gerade noch gesagt, wie heißt der Manager bei Eintracht war jetzt beim HSV, es gab gerade so ein geistiges Aussetzen. Nochmal, der Manager von HSV, der Vorstands. Der Herbert Bruchhagen. Genau, Herbert Bruchhagen, sorry. Da wäre nämlich jetzt noch gekommen. Mach du. ja, weil der hatte letzte Woche im Kicker gesagt, genau, dass er es nicht verstehen könne, dass man sich über den HSV mal lustig macht und wenn jetzt Werder und Köln unten stehen, dass die Leute dann Mitleid haben und das nicht tun. In dem Sinne vielleicht auch ein bisschen die Erklärung, dass man beim HSV dazu neigt, bei Niederlagen eher zu lachen, auch wenn es vielleicht doch gar nicht so unterirdisch war und dann eher doch mal das Unterirdische zu sehen, weil man es schon so, man hat es sich schon so quasi so angewöhnt, einfach zu glauben, dass der HSV der stärkste Bundesliga-Club sein muss. Ich fand jetzt die Leistung in den letzten Wochen auch nicht unterirdisch. Es ist halt die alten Probleme. Sie können halt, wenn sie anlaufen können, wenn sie ins Pressing kommen, wenn sie Ballgewinne bekommen, haben sie Chancen. Wenn sie das Spiel machen müssen, ist vorbei. Und das ist halt, zieht sich seit Jahren durch und das hat sich nicht geändert. Das, was Bruchhagen da in seinem Interview gesagt hat, also, dass er nicht verstanden hat, warum die Leute über den HSV meckern, dann hätte er vielleicht einfach 5 Jahre lang sich zumindest ein bisschen über die Presse informieren sollen. Ja. Naja, also ich meine, es ist natürlich schon eine andere Situation beim HSV als bei Bremen oder Köln, die zwischenzeitlich ja auch immer mal wieder oben waren, wobei Bremen? Nee, nicht in der Zeit. Also Köln war ja mal ganz oben. Struggelt auch schon länger jetzt. Solide 6 bis 7 Jahre am Abgrund. Ja, aber ja klar, wenn du dreimal hintereinander, oder nicht hintereinander, aber wenn du dreimal irgendwie in 4 Jahren Relegation oder so spielst, dann bist du natürlich selber schuld, dass du dann irgendwie nicht den allerbesten Ruf hast und vielleicht auch mal häufiger verarscht wirst. Plus, man muss natürlich sagen, dass der HSV ja auch ordentlich Kohle immer bereitstellt. Ne? Ja, aber guck mal, auf der anderen Seite kann man auch mal betonen, 7 Punkte, ich habe eben auf die Tabelle geguckt, 16. Platz. Das heißt, seit dem Superstart mit zwischendurch, glaube ich, sogar am ersten oder zweiten Spiel sogar mal Tabellenführer irgendwann, einfach nur steil bergab und trotzdem ist es relativ ruhig. Und ich habe auch noch keinen gehört, dass er Gisdol rausruft. Insofern scheinen sie vielleicht mal was besser zu machen. Das wär meiner Meinung nach wäre es auch absoluter Schwachsinn, weil es liegt nicht an Gisdol, meinst du? Ja, aber das war das. Nee, es liegt nicht an Gisdol. Man könnte spielerisch vielleicht mehr rausholen, aber der Kader ist halt Mist. Das ist halt das, was ich auch seit. Also Mist ist zu hart. Also, das ist eine Bundesliga-Kader, die sind alles Profis auf gehobenem Niveau. Aber du siehst ja wieder, sie haben keine Innenverteidiger jetzt mehr übrig. Jung fehlt, Jung müsste eigentlich Innenverteidiger und Sechser spielen, weil sie auf beiden Positionen mit niemanden haben. Weil sie halt im Sommer die Leute nicht losgeworden sind, die auf teuren Verträgen sitzen und sich nichts leisten konnten. Und der Aufsichtsrat halt teilweise auch zu Recht gesagt hat, wir geben kein Geld frei, wir haben kein Geld. Bevor er neue Leute verkaufen. Jetzt muss halt Van Drongelen spielen. So, der ein junges Talent ist, aber auch stark ist, aber natürlich zeigt es dann irgendwo eine Problemzone an. Na gut, du hast einen Wallace, der nicht spielt, du hast einen Santos, der jetzt mal wieder gespielt hat in der neuen Fünferkette. Du hast ihn zumindest, ja. Ne? Okay, du hast natürlich einen Ekdal, der, glaube ich, noch verletzt ist. Aber es ist nicht so, dass die da keine Spieler haben, aber offensichtlich nicht von der Qualität, wie sie sich wünschen. Die Verletztenliste ist, glaube ich, spannender im Moment als die Bank beim HSV. Ja. Ja. Ja gut, also, ja.
Weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist immer so eine Sache. Haben halt andere Vereine auch, ne? Also Bayern, auch diverse Verletzte. Die können das natürlich anders kompensieren. Hast du eine Fliege? Ach, sehr schön. Das ist Rudi, mein. Ja. Ich kritisiere Gisdol nur dafür. Und das ist auch nichts Neues. Ich kritisiere Gisdol nur dafür, dass der spielerisch keine Fortentwicklung momentan zu erkennen ist. Aber das liegt dann wahrscheinlich schon auch an. Auch am Kader natürlich, klar. Ja, das liegt an den gleichen Problemen, die wahrscheinlich viele Vereine haben. Denn auch ich, jetzt ohne, dass ich deinen Frankfurt-Kader besonders gut kenne. Was? Aber ich denke, wenn da 4 Schlüsselpositionen verletzt sind oder 3, dann ist da auch sofort Land unter. Das heißt, ist ja so bei der Eintracht schon. Genau. Und bei Bremen ist es halt zum Beispiel nicht anders. Ja. Wenn dein Kruse fehlt, dann. Aber der Messias ist zurückgekommen. Ja, können wir gleich mal jetzt drüber sprechen, nämlich über die Sonntagspartie Köln gegen Bremen. Du warst in Köln. Ich war in Köln, genau. Ich hatte schönes Stadion in Köln. Ja, wirklich, sehr schön, muss ich auch sagen. Ich war schon mal da vor vielen Jahren, aber es ist schon ein bisschen länger her gewesen. Das heißt, emotional noch wieder so ein bisschen auf Nullpunkt, was die Kölner Fanszene angeht. Und das muss man schon mal als erstes sagen, das war echt schön. Also auch bei allem Tabellenstand und bei allem Drama, irgendwie gehen die mit ihrem Verein da echt herzlich um. Es hat sehr viel Spaß gemacht, allein das Spiel zu sehen. Solange, bis wir dann aufs Inhaltliche kommen. Denn das war also gerade aus Bremer Sicht, wenn ich dann weiß, das spielt 18 gegen 17, Not gegen Elend. Und die ersten die erste Halbzeit Bremen eine glatte 6 in meinen Augen. Sané spielt eine riesengroße Katastrophe, so viel Fehlpässe und so viel Unsicherheiten, da drehst du durch oben auf der Tribüne. Und Köln, vor allen Dingen ein total verunsicherter 1. FC Köln, wird so von einer normalerweise, ja, was wir ja schon ein paar Mal betonen, dass eigentlich in der Lage, also Bremen, die in der Lage sind, recht kompakt irgendwie ein Spiel zumindest zu neutralisieren, lässt denen auf einmal durch das System, das sie gespielt haben, in meinen Augen, die haben 4-1-4-1 gespielt, so viel Raum, dass Köln auf einmal anfangen kann, so sich selber Selbstbewusstsein und Energie aus dem Spiel zu holen, sodass man schon froh sein konnte, dass es am Ende der ersten Halbzeit 0-0 noch stand. Dann über die Strecke und über das, was dann auch bei Bremen eingewechselt wurde, hast du gemerkt, also Finn Bartels raus, total Ausfall, dafür dann Hajrovic rein, der mehr Energie reingebracht hat, weil er mehr nach innen gezogen ist. Belfodil hat den Begriff Stürmer in meinen Augen immer noch nicht verdient, aber wenn dafür dann irgendwann, und das war halt dieser schöne Moment, also erstmal kommt der junge Eggestein, den ich gefordert hatte, der leider dann noch das ein bisschen zu überambitioniert war, glaube ich, auch ein Tick zu aufgeregt wirkte er fast manchmal, aber schon so eine Option darstellt für die nächste Zeit. Und dann hast du aber halt gemerkt, Max Kruse kommt irgendwann in der 75. oder so, hatte auch nur Luft für 15 Minuten, das hat man ihm angemerkt, irgendwann hat er geprustet wie Maikäfer. Aber der macht gleich schon einen Unterschied. Und auf einmal, und das ist das Spiel, eigentlich hat Köln die ganze Zeit es verdient zu führen und eigentlich müssen die da irgendwie 3 Punkte mitnehmen. Und am Ende wird es auf einmal sogar ein offener Schlagabtausch. Köln hat eine so eine, die habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen, diese von Gourassi, diese 500-prozentige, die aus 3 Metern noch schafft, am Tor vorbeizuschießen. Die haben Chancen, also gar nicht herausgespielt, mehr herausgearbeitet. Und auf einmal hat Bremen dann aber am Ende sogar noch 2-3 Mal die Chance, um das Ding selber noch 3 Punkte draus zu machen. So, am Ende ist es, was ich am Anfang gesagt habe, Not gegen Elend und der Punkt ärgert mich, aber am Ende muss ich wahrscheinlich glücklich damit sein, weil also für das Spiel hatte Bremen auch ehrlich gesagt nicht mehr verdient. Und da, jetzt wäre nämlich nochmal, du hoffentlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber doch, klar, komplett, also für die Analyse, dieses 4-1-4-1 gegen den 1. FC Köln war in meinen Augen die falsche Wahl. Ja, ich weiß nicht, ob es die falsche Wahl war. Es war auf jeden Fall nicht gut genug ausgeführt, als dass es die richtige Wahl gewesen wäre, sagen wir es so. Also man hat halt schon gespürt, gerade in der Anfangsphase, dass sie offensiver spielen wollten. Also dass sie nicht mehr nur in erster Linie die Null halten wollten, sondern dass sie wirklich gesagt haben, wir wollen jetzt hier erstmal gewinnen. Wir wollen jetzt hier mit einer offensiveren Aufstellung, weil das war eine offensivere Aufstellung, hinten einen Mann weggenommen, ihn weiter vorne hingepackt. Bringt halt relativ wenig, wenn du dann keine ordentlichen Strukturen hast, wenn du niemanden hast, der das Spiel gestaltet, wenn du niemanden hast, der sich immer im offensiven Mittelfeld anbietet, wenn deine einzige Angriffsroute quasi so über die Flügel ist, Bartels rechts völlig auf sich allein gestellt und auch noch mit einer völlig schwachen Leistung. Der hat ja irgendwie 3 Ballverluste hat er in der ersten Halbzeit gemacht, die zu Kontern geführt haben. Ja, genau. Weil Bittencourt dahinter hat genau darauf gelauert und das ist von Köln ist es dann aufgegangen, dass sie da wirklich dahinter die Lücken gesucht und die Chancen geholt haben. Flache Pässe über 20 Meter waren ein Problem. Ja, es war 20 Meter. Ja, von mir ist es 5 Meter. Es war auf jeden Fall. Ja, 5 Meter ging noch. Es war auf jeden Fall, das waren die Basics, die bei Bremen nicht funktionieren. Und das hast du aber auf beiden Seiten gemerkt. Also es war nicht nur Bremen, es war auch Köln, die halt
wenn sie gekonnt, wenn sie Konterchancen hatten, was sie 2-3 Mal hatten, dann sind sie gut vors Tor gekommen. Aber auch aus dem Spiel heraus ist da auch nicht viel außer lange Bälle gewesen. Das war halt so ein nervös, ganz nervöses Ding mit so richtig vielen Zweikämpfen, wo du wirklich gemerkt hast, die wollen es unbedingt. Also du kannst keinem einzigen Spieler auf dem Platz vorwerfen, dass das nicht gewollt hätte. Ja. Also da war sehr viel Willen im Spiel, da war sehr viel Laufarbeit im Spiel, beide mit hohen Laufwerten. Aber es hat halt einfach, das Können hat halt nicht. Ball nicht dabei. Ich habe sehr gelitten. Ich habe wirklich sehr, sehr gelitten, wenn du dir dieses Grauen anguckst mit dem Tabellenstand im Rücken und dann siehst du quasi, ich habe 2-3 Mal schon das 1-0 für Köln quasi im Spielzug gesehen, bin auf meinem Stuhl zusammengesunken und habe mir ausgedacht, okay, scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Jetzt verlieren wir hier, haben wir 4 Punkte, Köln stark gemacht, oh Gott. So. Also es war schon, so, da war nirgendwo das ganze Spiel über für mich ein emotionales Gefühl, auch auf, was Bremen da auf dem Platz gezeigt hat, dass die irgendwie mal einen Schritt nach vorne kommen. Ja. Denn da habe ich das Problem. Und da hoffe ich nach wie vor auf Kruse. Der wird auch nächste Woche noch nicht voll da sein. Aber genau was du sagst, dieses kreative Mittel fehlt. Denn wenn du es mit 4er-Viererkette und eigentlich war es 6 und 8 oder Doppel-6, Delaney und Eggestein, und trotzdem ist der Ball dann wird der Ball erobert, dann geht es in die gegnerische Hälfte und trotzdem sind 8 Leute hinterm Ball. Ja. Und ja. Kommen nicht über die Mittellinie. Auf beiden Seiten. Also ja. Man kann es halt wirklich 1-1 auf Köln übertragen, die halt dann noch ein paar Gyrassi hat besser Bälle gehalten als Belfodil und genau. Bittencourt hat noch ein paar bessere Dribblings gezeigt als Bartels, aber das war der Unterschied. Deswegen war Köln Tick besser. Aber haben wir jetzt hier die 2 Absteiger schon gesehen? Ey, auf gar keinen Fall. Ne? Du glaubst noch? Der HSV war... Also Köln hat 2 Punkte, HSV hatte letztes Jahr nach 10 Spielen, glaube ich, 2 Punkte. Ja. Und haben es dann trotzdem noch geschafft. Das war das ganz interessant. Ich habe dann natürlich auch mit vielen Leuten mich da so ein bisschen unterhalten. Und die gehen alle fest davon aus, Köln dieses Jahr steigt ab. Also ich finde, es ist zu früh. Es ist unseriös, jetzt zu sagen, die steigen ab. Man kann aber natürlich betonen, dass die Aufgabe verdammt schwierig ist. Es sind noch 25 Spiele. Und Köln, wenn sie 40 Punkte zusammenbekommen müssen jetzt 38 Punkte machen. Ja, natürlich. Kannst du rechnen, 10 Siege, 8 Unentschieden aus 25 Spielen. Also natürlich seriös kann es natürlich nicht sein, weil es ja einfach, einfach nur Fantasie ist. Ich will jetzt aber, nicht, dass irgendwie. Aber wenn man auf die Tabelle mal guckt und sich fragt, wer soll es denn werden? Also jetzt auch mal anhand der Form und der Kader und man sagt ja immer so, nach 10 Spieltagen kann man schon so ein erstes Fazit ziehen. Und dann bieten sich meiner Meinung nach von dem, was ich jetzt gesehen habe, nicht so viele Vereine an, die da in Frage kommen. Wir haben ja manchmal haben wir Tabellen, wo man sagt, okay, die sind jetzt da oben, aber da gehören die nicht hin, die hatten 3-mal Glück oder so, ja. Aber momentan muss ich sagen, sind schon auch die spielerisch schwächsten Vereine, das sind mit Sicherheit der HSV, Bremen und Köln. Ja. Und dann kommt Freiburg und Wolfsburg ist dann schon wieder, die sind auch nicht gut, aber nochmal ein Tag besser. Ich würde sagen, Stuttgart und Mainz und auch Augsburg, die haben im Moment sehr viele Punkte für etwas gesammelt, was sie nachher als Polster brauchen. Ja, denn aber sportlich ist das auch noch nicht. Ja, Mainz und Stuttgart habe ich schon Leistungen diese Saison gesehen, die ich so von Bremen und HSV noch aber nicht Bremen gesehen. Und was bei Bremen und Köln mir ganz stark auffällt, ist, dass die eigentlich nicht so schlimm in die Saison gestartet sind. Die hatten Spiele, wo sie Pech hatten. Bremen hatte sehr schwere Gegner am Anfang, haben gut verteidigt immer, hatten auch ihre Chancen. Aber die sind jetzt super nervös. Also jetzt geht es nicht mehr, jetzt muss selbst ich sagen, jetzt merkst du, es geht nicht mehr ums Taktische, sondern es geht darum, dass bestimmte taktische, spielerische Lösungen, für die brauchst du einfach auch mal Eier in der Hose. So. Ja. Dass du halt mal über 3 Stationen ein Passspiel aufziehst, wo du halt auch mal den Ball verlieren kannst und wo du auch mal ins Gegenpressing gehen musst. So. Aber das fehlt, das haben beide Mannschaften, haben da überhaupt nicht das Zutrauen, so eine spielerische Lösung zu suchen. Und dann wird es in dieser engen Liga, wird es dann schwer, weil dann auch, je länger die Saison geht, desto eher kann sich der Gegner sagen, okay, gegen Köln, Bremen, die sind hinter uns, da reicht uns auch ein Unentschieden. Und es stimmt schon, was du gerade gesagt hast. Also Köln, Hamburg und Bremen sind Spieler schon mal ganz stark eine Tiefe unter und vor allen Dingen eine Stufe unter Freiburg auch. Also da würde ich jetzt dir an dem Punkt widersprechen. Ja, aber auch Mainz, klar, die haben auch nicht mal geilen Fußball gespielt, sind aber einfach dann vielleicht noch mal den Tacken effektiver, holen eben dann auch Punkte gegen den HSV. Und ja, ich muss ja halt aber. Sind seit 3 Spielen ohne Niederlage oder seit 4? Also, ich weiß nicht, ich finde es. Du kannst jetzt noch nicht von mir, dass sie erwarten, dass sie am 8. Spiel, dass er Bremen ist abgeschieden. Ist ja auch rechterisch ein Sieg und ihr seid wieder voll dabei. Ich sag nur, spielerisch, was ich so selber gesehen habe von den Vereinen,
da ist jetzt kein Verein, wo ich sage, es gab ja mal die Zeit, weiß ich nicht, wo ein Gladbach oder so da ganz unten war, wo man hat gesehen, okay, die haben einfach, die holen die Punkte nicht, aber die spielen eigentlich geilen Fußball. Und das sehe ich momentan, zumindest bei Köln, Bremen und dem HSV, eher weniger. Da habe ich das Gefühl, die sind eben auch spielerisch schlecht, die schlechtesten Mannschaften. Lass uns mal zusammenfassen, an anderer Stelle, Frankfurt. Gegen Dortmund, den Punkt, den hast du dir am Ende gearbeitet. Aber normalerweise, wenn du 0-2 zurückliegst und die machen das Dritte, dann verlierst du das. Die beiden Siege von Frankfurt, die danach, sind die hochverdiente Siege von Frankfurt oder waren es auch glückliche 93. Minute-Siege? Mhm. Wie auch immer, ne? Also, das sind aber zusammengerechnet jetzt schon mal 5 Punkte. Wenn du die 5 Punkte Eintracht Frankfurt abziehst, dann bist du bei 9 Punkten. Wenn sie das nicht geschafft hätten, dann wären sie auf Höhe von Wolfsburg. Ist Wolfsburg oder ist Frankfurt jetzt also im Moment fußballerisch 9 Punkte besser als, oder Frankfurt 9 Punkte besser als Werder Bremen? Ich bin voll dabei, dass Werder Bremen im Moment scheiße spielt, dass das nervös ist, dass das ängstlich ist. Aber so kannst du ja nicht rechnen, Nico, weil dann kannst du ja auch. Doch, die, natürlich. Nee, dann kannst du aber auch die Anfangsniederlagen gegen Freiburg oder gegen Wolfsburg von Frankfurt nehmen, die sie eigentlich hätten gewinnen müssen, wo sie verloren haben. Das sind dann wieder 6 Punkte, die du draufrechnen richtig, müsstest. Genau. Und dann sind wir wieder nicht bei 10 Punkten oder bei 9, sondern dann sind wir wieder bei 15. Also ich sehe Frankfurt Spieler. Ich würde gar nicht so sehr auf die Vergiss mal Frankfurt. Vergiss mal die Punktzahl. Geh mal einfach nach dem Spielerischen. Und da sehe ich in der Qualität der Kader und des Spielerischen sehe ich Frankfurt auf jeden Fall vor Köln, Bremen und dem HSV. Von dem, was ich bislang gesehen habe. Ja gut, ich habe dich als Frankfurt als Beispiel genommen. Wir können auch jeden anderen hier nehmen. Bremen hat bisher 4 Spiele verloren und hat 9 Tore kassiert. Mhm. Gladbach hat 17 Tore kassiert. es ist nicht alles so katastrophal bei Bremen, wie es gerade aussieht. Es ist aber auch definitiv verdient, dass sie mit dem Angsthasenfußball gerade da unten Man stehen. Man muss es immer relativ sehen. Wir haben dieses Jahr als anders als in so gut wie sie jeder Bundesliga. Wir haben aber auch erst 3 Tore geschossen. Ja. Und Gladbach hat 13 geschossen. Aber wir haben in diesem Jahr anders als in jeder der letzten Bundesliga-Saisons, wir haben keine Mannschaften dabei, die natürlich unten sind. Weder vom Status her, wie Darmstadt oder sowas, oder noch von den Leistungen her, wie Hannover vor 2 Jahren, die ja auch unterirdisch waren und dann einfach automatisch nach unten gesunken sind. Das haben wir dieses Jahr nicht. Selbst Köln und Bremen, na klar, die spielen auch halbwegs okay, aber die spielen halt von den Mannschaften, die da sind, und da würde ich Etienne zustimmen, spielen sie momentan am schwächsten. Ja, voll. Was aber nicht bedeutet, dass es sich nicht sofort wieder wandeln kann. Deswegen tue ich mich schwer mit dieser Prognose. Wenn Werder Bremen spielerisch ein bisschen zulegt oder auch ein bisschen mehr Matchglück hat in diesen engen Partien. Aber das haben wir über Köln ja auch schon gesagt. Dann gewinnen sie 2 Spiele. Köln ist noch ein bisschen schlechter dran natürlich, mit 2 Punkten als mit 5. Aber ich erinnere mich noch, wie wir hier in der Sendung gesagt haben, Köln hat wieder nicht gepunktet, obwohl sie eigentlich gar nicht schlecht gespielt haben. Ja. Nur, man kann das ja eben dann am Ende eben nicht außer Acht lassen, dass dieser psychische Druck, der jetzt kommt, der hilft natürlich nicht. Ne? Der hilft weder Köln noch hilft der Bremen. Jedes weitere Spiel, wo nicht gepunktet wird, macht es einfach für die Spieler auch immer schwerer. Kommt aber noch ein zweiter Punkt dazu, über den wir hier sehr, sehr selten reden. Und Bundesligisten planen ja nicht nach analysieren ihre tatsächliche sportliche Leistung ja nicht nach dem Tabellenplatz am 8. Spieltag, sondern die machen einen 34-Spieltage-Plan und gucken, welche Punkte sind realistisch für unsere Mannschaft zu holen. Mhm. Und wenn Werder Bremen nach 9 Spielen Bayern, Hoffenheim, Schalke und wenn ich mir auf die Tabelle gucke, dann sind das 3 von den ersten 5. Schon hinter sich hat und dann mit 5 Punkten da steht, dann sind es immer noch 5 Punkte. Und ich habe das mal am Wochenende mal ein bisschen gemacht. Ich würde sagen, Bremen steht im Moment 4 Punkte hinter dem, was in einem Matchplan noch Optimum hätte passieren sollen. Okay. Mhm. Dann sind es 9 Punkte. Im Moment sind es 5. Realistisch vielleicht 7. Irgendwo so ein Sieg nochmal gegen Hamburg oder so. Und selbst dann würden sie immer noch im Keller rumkrebsen. Ja. Also jetzt Spiele mit Augsburg und Frankfurt. Genau, lass mich kurz den Satz zu Ende bringen. Am Ende der Hinrunde von letzten Saison hatten sie 14 Punkte. So, da war es auch. Im Prinzip waren sie ja ein Absteiger. Ich kann es ja nicht sagen. Auf einmal holen sie 30 Punkte in der Rückserie. Die beiden nächsten Spiele sind entscheidend. Und das hat auch sogar Baumann gesagt. Die nächsten 2-3 Wochen. In Frankfurt wird es eine Klatsche geben für euch. Ja. So viel kann ich schon mal sagen. Und dann müsst ihr halt jetzt 3 Punkte gegen Augsburg holen, die ich zurzeit als stärker als Bremen einschätze. Das ist aber das auch, was man aber auch dann, und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel, was man auch immer in Betracht ziehen muss, ist, dass sie ich freue mich jetzt schon auf Bremen gegen Frankfurt. Sollen wir hinfahren? Ja, das ist. Dass sie sich gut angestellt haben, die Bremer, gegen Gegner, gegen die sie eigentlich nicht hätten punkten müssen, so gegen Bayern und so weiter, und dass sie sich schlecht angestellt haben gegen Gegner, gegen die sie hätten punkten müssen. Das würde mir Sorgen machen aus Bremer Sicht. Ja, und macht es auch. Aber der Kader ist halt, und das war das, was ich vorhin meinte, so mit Hamburg so. Bei Bremen hängt im Moment alles an Max Kruse. Ob du nun willst oder nicht. Ja, aber das ist ja schon mal nicht gut. Nein, aber es ist aber Fakt.
Ja, aber das ist Bremen, Bremen hat eine komplette Sommerpause lang einen Stürmer gesucht. Es ist, ich habe vergessen, von FC Midtjylland, so ein Stürmer, der sollte 10 Millionen kosten. Der hat nur in der dänischen Liga gespielt. Bremen hat nicht das Geld, um einen dänischen Stürmer für 10 Millionen zu kaufen. Dann alles, was sie kriegen, ist Belfodil und den geliehen. So. Ja gut, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema, weil ich glaube nicht, dass Freiburg oder Mainz, ja gut, Mainz, sei mal dahingestellt, oder Augsburg mehr Kohle haben. Als aber sie haben alle mehr ausgegeben als SV Werder Bremen. Weil sie mehr eingenommen haben. Genau, es ist auch, verstehe mich nicht falsch, ich will nicht entschuldigen, ich erkläre nur, warum Bremen so grottenschlecht steht, wie sie stehen. Aber ich wäre ja ein Idiot, wenn ich jetzt sagen würde, ja klar, die steigen ab. Ich weiß aber, und das weiß ich jedes Jahr auch schon seit Jahren, ein Tor mehr als Platz 16 und dann ist die Saison. Okay, wir behalten das im Auge. Das ist ja ganz klar, wir sind gespannt. Vielleicht fahren wir ja wirklich zum Spiel. Was ist denn das? Lass machen. Am 3.11. Ja, muss ich gucken, ob ich da kann. 3.11. war irgendwas. Freitagabend. Ja, komm, machen wir. Ja, mal gucken. Jedenfalls ein spannendes Thema, Werder Bremen, FC Köln. Was ich übrigens krass fand, dass Pizarro nicht eingewechselt wurde. Ja, weißt du, das ist übrigens ein lustiger. Gegen seinen Ex-Verein. Er wurde nicht eingewechselt, er war in der Startelf. Und dann hat er sich beim Warmmachen verletzt. Pizarro ist für mich der größte Stürmer der letzten 20 Jahre in der Bundesliga. Ein bisschen subjektiv gesprochen. Wahrscheinlich hat er irgendwie gemacht gegen Bremen. Ah, hier, Trainer. Muskel hat gerade zu. Nee, da geht nichts, Trainer. Ich kann heute nicht. Meinst du? Ja. Es wird niemals aufgehen, aber ich bin mir felsenfest sicher. Also Pizarro wollte nicht der Typ sein, der Werder Bremen in die zweite Liga ballert. Ja, dann gucken wir mal, was in der Rückrunde passiert mit Muskelzerrung. Warm machen. Ja. War im Nachhinein gar nicht so schlecht, aber Gerassi war nicht einer der besten Kölner. Ich fand trotz seiner. Du kaufst dir Cordoba für 17 und hast den da auf der Bank sitzen. Eine Klasse besser. Na gut, wir machen kurz Werbung und nach der Werbung reden wir über Al-Sit Birli. Birli gegen Al-Sura war da. Da war Chiefs, aber dann. Gegen Al-Jazeera. Punkte, Bremen, bitte. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Das ist der Grund, warum Eintracht Frankfurt Meister wird. Also, oh, wir sind schon drauf. Entschuldigung, kleine. Ich glaub's nicht. Aber die Theorie ist leider nicht zu, egal, widerlegen. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Und wir sprechen jetzt über ein Skandalspiel. Oder um mit Tobias Eschers Worten zu sagen, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Die Rede ist von Gladbach gegen Leverkusen. 1:5 sagt das Ergebnis. Aber sagt das auch der Spielverlauf, Tobias Escher? Darüber werden wir gleich reden. Beim Topspiel der Woche. Gibt es da nicht so einen Bumper? Nicht, dass ich wüsste. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß es Timo und der Regie doch, auch nicht. Das ist doch das User-Spiel der Woche. Ach, da hinten. Communio! Gunnar sucht den Taktikanalyse. Knopf. Irgendwas habt ihr doch. So, Topspiel der Woche. 1:5, heftig, oder? Wieso heißt das eigentlich nicht Tobis tolle Taktikkiste oder sowas? Ja, weil das ist ja das Topspiel der Woche. Wir haben auch, glaube ich, einen Taktikanalyse-Button, oder? Jetzt der arme Gunnar. Der arme Gunnar Rotier. Der sitzt da und guckt. Sehr schön. Spieler des Tages hier in der Runde, oder? Genau. Würde mich nicht wundern, wenn gleich verflixte Klicks irgend so ein Fisch reinfliegt oder irgendeinen verbotenen Knopf gedrückt hat. Aber das Skandalspiel hast du auf deinem Monitor, ne? Dieses taktische Skandalspiel. Ja, also ja, das Skandalspiel nicht. Aber es ist ein äußerst kurioses Spiel, fand ich. Weil 5-1 klingt ja super eindeutig. Also wenn du 5-1 hörst, dann denkst du ja, da war eine Mannschaft, die hat gar nichts auf den Platz bekommen und da war eine Mannschaft, die hat alles auf den Platz bekommen. Aber es war nicht so. Also es war, Dieter Hecking hat nach dem Spiel gesagt, das war die erste Halbzeit, die wir diese Saison gespielt haben. Und ich würde ihm nicht mal widersprechen. Sie haben zur Halbzeit 1-0 geführt. Hätten aber 4-0 führen müssen, hatten auch so eine Riesenchance. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt gerade war, aber hatten auch so eine Riesenchance.
Ähnlich wie Gourassi gegen Traoré war es, glaube ich. Traoré war es, glaube ich, nicht. Der hat aber auch 100%. Am Ende noch. Ja, am Ende noch, ja. Aber das 2-5 hätte er machen können. Das 2-5, aber er hat am Anfang, in der ersten Halbzeit hätten sie eigentlich schon führen müssen. Ich habe es auf der Taktiktafel hier eingezeichnet, weil Leverkusen hat halt überhaupt keinen Zugriff bekommen gegen Gladbach in der ersten Halbzeit. Gladbach hat mit dem klassischen System gespielt, 4-4-2. Wobei Gladbach halt ja auch kein richtiges 4-4-2 spielt, im klassischen Sinne mit zwei Stürmern. Vorne ist es im Sturm stehen mit Stindl und Raphael zwei Spieler, die ja eigentlich eher Mittelfeldspieler sind. Dementsprechend ist es dann häufig so, dass wenn der Gegner sich im Mittelfeld zu den Gladbach-Spielern orientiert, gehen Stindl und Raphael eben in diese freien Räume und die Außenstürmer starten nach vorne rein. Das ist das typische Gladbacher Spiel. Und da hat Leverkusen überhaupt keinen Zugriff gegen bekommen. Also die haben halt wirklich richtig schön kombiniert hier hinten, haben die Leverkusener so lange kombiniert, bis die Leverkusener sich haben rauslocken lassen und haben dann halt hier den Pass zwischen die Linien gespielt und von dort aus haben Stindl und Raphael das Spiel vors Tor getragen. Das war überhaupt nichts von Leverkusen, die wirklich zur Halbzeit, ich sag's halt, es klingt brutal, aber meiner Meinung nach hätte es halt wirklich 3-0 zur Halbzeit stehen müssen, von den Chancen her. Und dann hat Heiko Herrlich in der Halbzeit gesagt, ich stelle mal ein bisschen um taktisch, ich mache jetzt mal was komplett Neues. Und hat dann umgestellt in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte, in der ersten Halbzeit haben sie noch hier so ein ganz klassisches 4-4-2-Ding gespielt, zwei Viererketten. Und dann haben sie in der zweiten Halbzeit 4-1-4-1 gespielt, theoretisch, mit dem eingewechselten Brandt als neuen Linksaußen. Aber das Ding war halt, dass es so komplett asymmetrisch war, dass Brandt halt hier wirklich mit nach vorne gegangen ist und sie halt hier diese Seite komplett vom Spielaufbau abgeschnitten haben. Also sind sie komplett draufgegangen, sodass der Ball hier hingehen musste. Und was halt Leverkusen dann wirklich sehr gut gemacht hat, ist, dass sie dann diese Pässe richtig aggressiv gestört haben. Also wenn der Ball nach links kam, konnte Westergaard, hatte ein bisschen Zeit am Ball, aber sobald der Ball zu Cuisance kam oder zu Zakaria kam, dann waren sie halt richtig dran an den Leuten. Und das hat dann, hat es auch nicht mehr geschafft, hier in diese Räume dazwischen zu kommen, weil Leverkusen halt, dadurch, dass sie die eine Seite komplett abgeschnitten haben, konnte Gladbach nicht mehr hinten rumspielen, wie sie es vorher gemacht haben. Also das war dann wirklich ein Spiel mit dem Feuer von Leverkusen, das aber aufgegangen ist. Ja. Achso, irgendwelche Fragen. Nee, ich dachte, du warst noch so mittendrin. Aber das ist, ich finde es taktisch total faszinierend. Ja. Meinst du was? Ich will einfach nur auch mal. Also, ich finde es taktisch total faszinierend, dass wir heute in der Bundesliga zwei komplett verschiedene Halbzeiten dazu führen können, dass so ein Ergebnis zustande kommt. Nur wegen einer so einer taktischen Umstellung. Ja, wegen auch einer relativ. Also, es war jetzt keine riesige Umstellung. Es war halt ein bisschen das System angepasst, links ein bisschen nach vorne geschoben, rechts ein bisschen nach hinten geschoben. Das ist eigentlich relativ simpel. Ja, die Konterbewegung war halt ziemlich krass. Also ich glaube, das war Ballverlust, glaube ich, zwei oder drei Mal bei Toren und dann geht es von 1-0 auf 1-3. Ich würde es gerne zeigen, aber Etienne hat ja jetzt das hier mit meinem Bildschirm gemacht. Ich mache es einfach so einmal. So. Jetzt ist ja immer noch der Spanier da, den du gerade gemacht hast. Na gut, man sieht das immer noch. Also es ist natürlich auch für die Konterbewegung Gesundheit. Gut, wenn der Ball halt jetzt von Gladbach jetzt zum Beispiel hier verloren wird. Ja. Und dann hast du halt schon diese Asymmetrie drin und hast halt hier schon so ein schönes Dreieck, womit du kontern kannst. Und dann hast du hier noch einen Wendell, der perfekt nachrückt. Und dann hast du halt hier schon du hast eine sehr viel klare Aufteilung. Und die Spieler wussten sehr viel genauer, wo sie jetzt kontern mussten. Also sehr. Brandt war ja zusammen mit Havertz, der auf halblinks gespielt hat, die haben ja alle Tore eingeleitet, die beiden. Ist dann 5-1 oder ein 1-5 nicht ein klarer Trainerfehler? Ja, ich weiß es nicht. Das ist immer so schwierig zu sagen. Natürlich, ich habe noch mit Ralf Gunesch geschrieben, der im Stadion war, der auch meinte, dass er das Gefühl hatte, dass die Spieler nicht so recht wussten, wie sie darauf reagieren sollten, die Spieler von Gladbach. Ja. Und dass halt auch ein Kramer gefehlt hätte, der da natürlich ein bisschen mehr Ordnung reingebracht hätte. Aber es stimmt schon, man kann bemängeln, dass da von außen kein Impuls kam. Dass dann halt nicht gesagt wurde, so, wir verzichten jetzt auf Spielaufbau, Ball hat den Ball mal lang. Ich glaube, das Heftigste war ja das 3-1 quasi. Ja. Das 2-1 ist gefallen. Und dann hat Gladbach wieder versucht, weiter aufzubauen mit der ersten Halbzeit, was so gut geklappt hat. Und irgendwie eine Minute später haben sie im Aufbau dann den Ball verloren,
Konter 3-1. Ja, das ist ja zwei, dreimal passiert, dass sie quasi in der Vorwärtsbewegung gleich den Ballverlust hatten, die direkt wirklich so gerade in den Rückstand gegangen und du hast gedacht, okay, jetzt holen wir es nochmal auf und dann sofort wieder in die Falle reingelaufen und sofort das 3-1, womit das Spiel beendet war. So. Und ja, genau. Das war halt dann so. Mir hat der Havertz super gefallen. Ja. 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 Havertz war gut, Brandt war gut, ja, der in der zweiten Halbzeit kam. Eigentlich, ja, was haltet ihr? Leverkusen 20 Tore schon geschossen, drittbeste Offensive der Liga, wenn man so will. Was haltet ihr von Leverkusen diese Saison? Ist das eine Mannschaft, die von der man ja eigentlich jede Saison ausgeht, dass sie um die Champions League Plätze mitspielt, die aber auch unter Roger Schmidt haben wir das ja schon erlebt und so, dann auch unter Korkut, denen immer die Konstanz gefehlt hat, auch diese Saison noch nicht konstant gespielt haben. Klappt das langsam? Ich habe vor 3 Wochen noch darauf wetten können, dass der Herrlich irgendwann fliegt, weil das alles nicht so. Es hat nicht so gewirkt, als ob da ein System drin steckt. Und jetzt ist eine Halbzeit, weiß ich nicht, ob die jetzt ausschlaggebend dafür ist, dass auf einmal alles super ist bei 12 Punkten, 3 Siegen, 3 Niederlagen. Und wenn die nicht 5 gemacht hätten, dann wäre es auch ein relativ ausgeglichenes Torverhältnis. Also eigentlich für Leverkusener Verhältnisse alles ganz schön durchschnittlich. Man muss halt positiv sagen, dass er die Umstellung gemacht hat. Also es ist natürlich nicht jeder Trainer schafft das, dann in der Pause so anzupassen, dass du dann noch 5 Tore schießt. Wenn die erste Halbzeit so weitergeht, haben sie 9 Punkte und dann ist er 14er. Ja, aber das ist natürlich spricht für ihn, wenn er es dann anpasst. So. Aber es stimmt schon. Also das Spiel war. Ich mag deine Rechnung. Wenn man sagt, also wenn der nicht das Tor getroffen hätte, wenn der ja, das Ball gewonnen hätte, dann wäre der gar nicht da, wo er jetzt ist. Das ist so, ja, du darfst wenn Terminator, wenn nicht Arnold Schwarzenegger gehabt hätte, wäre es auch kein geiler Film geworden. Aber war halt da. War halt dabei, war halt Schwarzenegger. Das sind doch einfach Fakten. Guck dir doch einfach diese verdammte Tabelle an. Ja, aber die Fakten sind nun mal, dass sie 5-1 gewonnen haben gegen Gladbach. Ja, aber. Da kannst du doch nicht sagen, ja, was, wenn nicht? Ja, nochmal, wir reden doch darüber, dass an der ersten Halbzeit 4-0 zurückliegen müsste eigentlich. Ja, aber so ist halt Fußball. Manchmal verlierst du, machst du die Chance manchmal nicht. Am Ende, die Tabelle lügt nicht. Ja, dann um die Frage zu beantworten, Herrlich hat einen glücklichen Taktikschritt gemacht. Ja, aber war der ja hätte auch richtig in die Hose gehen können. Der hätte auch in die Hose gehen können, ja, das stimmt. Aber ich finde jetzt Leverkusen, also es war halt symptomatisch das Spiel für beide Mannschaften, weil beide halt diese Saison es nicht schaffen, wirklich 90 Minuten gut abzuliefern. So. Also irgendwas ist immer. Also Gladbach, selbst bei guten Tagen kann es sein, dass sie dann plötzlich einbrechen, wie in der zweiten Halbzeit nach dem 3-1. Oder andersrum hat Leverkusen ist genau dasselbe. Und deswegen stehen sie halt nicht da ganz weit vorne. Also nicht auf einer Höhe mit Hoffenheim oder Schalke, die noch 2 Punkte mehr haben als Gladbach und 6 Punkte mehr als Leverkusen. Nee, 4 Punkte mehr als Leverkusen. Die für mich noch ein bisschen konstanter sind einfach. 20 Tore sind halt schon heftig, ne? Das ist schon stark. Ja gut, aber hätten sie die jetzt nicht 5 Tore geschossen, wären es auch wären's nur 15. Okay, komm, wir machen mal weiter. Wir haben noch viele andere Partien. Übrigens, liebe Regie, könnt ihr uns die Uhr mal wieder einblendeln, damit wir uns hier nicht verplappern. Wir wollen ja heute noch auf Comunio eingehen. Womit machen wir weiter? Das hat mir Gladbach-Leverkusen. Was mit Leipzig-Stuttgart, deine Lieblingsmannschaft? Tobias Escher. Es stimmt ja nicht, aber wir sagen es einfach immer. Leipzig dachte ich eigentlich. Achso, ja, was ist los mit den Leipzigern diese Saison? Was ist da los? Wenn man hier einmal Leistung würdigt in dieser Sendung, dann ist man gleich Fan. Ja, ich erinnere mich da an so ein paar Aussagen, aber ist egal. Was hältst du denn von? Du bist ein bisschen stichelnd. Bissig heute, ne? Er ist gut drauf. Jetzt ich, ach, Quatsch, ihr seid meine zwei Muschelbären. Der Schnupfen. Ja. Okay. Was hast du denn da jetzt auf? Twitter. Ich habe nur geguckt, was die Leute so twittern. Ach so. Ja, sag mal jetzt was zu Leipzig. Unter dem Hashtag Bundesliga. Ich lese das alles. Sabitzer hat das Tor geschossen, der ist nur reingekommen, weil Bruma sich beim Aufwärmen verletzt hat. Wer hat vor dem Spiel Bruma gekauft bei Comunio? This guy. Ich habe -4 Punkte gemacht. Habe ich gesehen. Ja, ich hatte das Gefühl, dass Stuttgart das eigentlich defensiv ganz gut im Griff hatte bis zu dem Sabitzer Tor. Ich hatte auch das Gefühl, dass Stuttgart defensiv sehr gut eingestellt war, aber es war halt so ein bisschen, die haben halt, ich würde fast sagen, zu
eine Nummer zu defensiv gespielt. Also ich glaube, es waren auch nur zwei wirklich offensive Kräfte in der Anfangself mit Asano und Terodde. Wäre besser, wenn ich mir nicht Mist rede. Und dahinter halt in, auf jeder Position eher die defensivere Variante gewählt. Halt klar, auswärts, wenn man da mit null Punkten bisher nach Leipzig reist, mit null Auswärtspunkten bisher, dann will man da vielleicht sichern. Aber es hat dann spätestens nicht mehr funktioniert, als dann das 1-0 gefallen ist. Und dann war es halt am Ende so ein dreckiger Sieg für Leipzig, die das so runterverwaltet haben, so ein bisschen, hatte ich das Gefühl. Ja. Ich finde, was auffällt, ist, dass ein Forsberg nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Diese Saison, finde ich, noch nichts gerissen hat. Der war letzte Saison ja mit der beste Spieler fast der ganzen Saison oder einer der besten. Hat dann ja auch schon in der Winterpause damit kokettiert, wechseln zu wollen. Höhere Ziele. Ähnlich wie ein Cater. Und ich finde, man merkt, also sowohl ein Cater als auch ein Forsberg, als auch ein Paulsen. Also der Einzige, der eigentlich so ein bisschen seine Leistung konservieren konnte, war Werner. Auch wenn er jetzt vielleicht hier gegen Stuttgart nicht seine beste Leistung gebracht hat, aber generell hat er es noch bewiesen. Aber ich finde, gerade so Cater und Forsberg sind ein bisschen enttäuschend diese Saison. Ja, Cater finde ich nicht so enttäuschend, bis auf jetzt seine paar Aussätze, die er da gehabt hat, muss man gerade sagen. Forsberg hat auch letzte Saison ein bisschen gebraucht, um einen Fahrt zu bekommen. Das weiß ich noch, weil ich ihn nämlich sehr früh in der Bundesliga-Saison bei Community verkauft habe, weil er nichts gerissen hat. Was aber auch gar nicht so ein Riesenproblem ist, weil mit Augusteur und auch mit Krampel, den ich auch gut finde, der auch gut reinpasst, da haben sie jetzt mittlerweile genug Alternativen, dass sie auch Bruma. Sabitzer, der das Siegtor gemacht hat. Oder ein Bruma auch. Oder ein Bruma auch zum Beispiel. Oder Sabitzer, der jetzt das Siegtor gemacht hat. Also da würde ich jetzt nicht schlagen. Es ist halt so ein Spiel, das war halt nicht glanzvoll von Leipzig, keine Frage, aber es war halt genug so. Das sind halt, wenn du halt eine Spitzenmannschaft sein willst, da brauchst du solche Spiele. 5 € ins Phrasenschwein. Wollte ich gerade sagen. Ihr braucht ein Phrasenschwein. Da muss auf jeden Fall entstehen. Ja. Dann hätten wir, bräuchten wir keinen Sponsor mehr. Würde es einfach Tobis Ausführungen würden die Sendung finanzieren. Das stimmt doch gar nicht. Nee, das stimmt mir denn nicht. Nee, aber es war schon auch, finde ich, dann relativ. Also, naja, habt ihr ja schon gesagt. Ja, was ist das jetzt? Wir stellen jemanden Aufpasser zur Seite hier. Okay. So geht das nicht weiter. Ja, gut, dann haben wir das Spiel auch abgehakt, kann man auch nicht so viel zu sagen. War jetzt auch nicht so ein spannendes Spiel, finde ich. War auch jetzt ja auch, du hattest ja schon gesagt, das war jetzt nicht der übermäßige Spieltag, um jetzt hier. War jetzt keine Skandale, wir haben es ja in der Vorbesprechung gesagt, es waren keine Skandale dabei. Lass uns über das Freitagsspiel noch reden. Schalke Mainz 2-0, souveräne Leistung von Schalke. Wie habt ihr die Partie gesehen? Per Eurosport. Nee, aber ich meine jetzt analytisch. Analytisch. Schalke, das ist das, was in den letzten Jahren gefehlt hat. Also es war jetzt kein glanzvoller Sieg, wie bei eigentlich vielen Teams an diesem Wochenende. Es war jetzt nicht so, dass sie Mainz an die Wand geschossen hätten, haben gut gespielt, keine Frage, aber die haben es halt vor allen Dingen dominiert. Sie haben es sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball wirklich den Gegner dominiert und Mainz nie ins Spiel kommen lassen, die auch sehr defensiv eingestellt waren, fand ich, die halt auf Schadensbegrenzung aus waren und aber auch dann keinen Zugriff bekommen haben. Und ich fand, das war halt so eine ganz neue Qualität, die jetzt unter Tedesco so langsam erwächst. Ich würde jetzt nichts beschwören, dass da jetzt alles gut ist. Aber so langsam merkt man, okay, da greift so ein bisschen was. Die spielen Erwachsener, die, wenn sie 2-0 führen, dann ist das Ding aus. Das war auch immer so eine Sache in den letzten Jahren, dass sie dann trotzdem noch gewackelt haben, dass sie ein Spiel nicht töten konnten. Und das hat man jetzt das Gefühl, das kriegen sie jetzt besser hin. So. Leon Goretzka, Matchwinner. Ja. Der in dieser Saison auch seine Torgefährlichkeit immer mehr entdeckt. Der tut richtig was für den Marktwert gerade. Ja, ne, wird schwer zu sein, für Schalke den zu halten, denke ich mal. Aber ich mag halt Tedesco gerne, aber dazu bin ich dann vielleicht auch noch dann zu weit weg von dem, was der dann auch taktisch immer macht. Aber ich mag so diese Art und Weise, wie der damit umgeht. Der ist sehr unaufgeregt, nicht? Ja, also der genau. Ist sehr sachlich, sehr fachlich. Bin gespannt, wenn es mal schlechter läuft, wie es dann ist, aber der geht seinen Weg momentan. Das finde ich auch eigentlich gut. Ach so, das letzte Mal hat er ja auch schon so, vor ein paar Wochen war das irgendwann auch schon so ein Feedback gegeben. Lass mich doch einfach mal arbeiten. Erst war alles schlecht, jetzt ist auf einmal alles super. Ja. So, also mal gucken. Aber ich glaube schon, der tut Schalke da gut. Und vom Kader her, also die müssen auf jeden Fall dahin, wo sie jetzt auch gerade stehen. Insofern, ich hoffe ja auf eine spannende Saison da oben. Und wenn die vielleicht sogar eine Rolle mitspielen können, was ich am Ende nicht glaube, aber zumindest ein bisschen mehr Druck hinten raus machen können. Also Embolo nicht mal im Kader.
Embolo, ne, der wie viel, 27 Millionen oder 22 Millionen Mann von letzter Saison, war natürlich lange verletzt, aber hat wohl Motivationsprobleme, liest man. Mhm. Dafür Di Santo von Anfang an, der Ex-Bremer. Ja, jetzt aber schon, glaube ich, schon ein paar Mal in der Startelf gewesen, Di Santo. Du als Ex-Bremer, vermisst du ihn? Jo. Ja. Aber jetzt vor allen Dingen, es ist halt ein Stürmer, ne, im Vergleich zu dem, was da sonst in Bremen so rumkreucht und fleucht gerade. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie überhaupt kein Di Santo-Fan. Das hatten wir, glaube ich, hatten wir auch schon mal, ne? Der hat halt eine tolle Saison gespielt in Bremen, ja, und dann ist er zu Schalke gegangen. Aber ich hätte ihn gerne behalten. Ja, ich finde ihn etwas bratwurstig, aber... Ja, aber guck mal, wenn ich mir angucke, ich finde, da gibt es ein paar von. So große, kantige Strafraumstürmer, die wirken alle nicht besonders filigran, wenn die da rumlaufen. Auch ein Mario Gomez, wenn ich den mal zugucke, wenn er so was im Stadion siehst, wie er dann so den Rest der Minuten bis sich bewegt. Ein tolles Stichwort. Mario Gomez war nämlich nicht in der Startelf bei dem Match Wolfsburg gegen Hoffenheim. Das ist natürlich ein tolles Stichwort. Die Überleitung, ich bin gespannt. Bauen Sie weiter. Ja, Gomez war nicht in der Startelf von Wolfsburg gegen Hoffenheim, das 1-1 aus. Di Santo schon. Im Gegensatz zu Di Santo. Aber dafür Origi, wie spricht man es aus? Weiß man nicht. Ne? Ich glaube Origi. Origi. Franzose, ne? Und Di Mata im Sturm. Mali wieder auf der Bank, dafür Di Davi in der Startelf, haben wir auch schon drüber diskutiert unter Schmidt, hat er Mali zuerst ein Comeback, hat aber auch unter Schmidt keine guten Spiele gespielt und landete jetzt auch wieder auf der Bank. Ja, am Ende muss man sagen, ich habe das Spiel sogar komplett gesehen und muss sagen, ich fand Wolfsburg nicht gut. Die hatten zwar ihre Chancen und haben auch dann verdient den Ausgleich gemacht, meiner Meinung nach, wenn auch natürlich sehr spät. Aber ich war teilweise ein bisschen erschreckt, was die für ein Fußball spielen. Generell war es ein bisschen eine durchfahrene Partie. Da kam irgendwie nicht so richtig Spielfluss rein. Es waren viele Spielunterbrechungen und viele Fehlpässe und so. Es war einfach nicht so ein schönes Fußballspiel. Ich fand aber, die klare Linie war dann am Ende doch auf Seiten der Hoffenheimer, die klaren Chancen hatten. Und Wolfsburg war ich teilweise ein bisschen enttäuscht spielerisch, was die da abgeliefert haben. Das wirkte alles langsam, behäbig. Also die sehe ich nicht so viel weiter oben, als sie gerade in der Tabelle stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. 5 Unentschieden von Schmidt. Siehst du eine Entwicklung? Ich sehe schon eine Entwicklung, das schon. Sie sind defensiv griffiger, haben auch Hoffenheim nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wie du gesagt hast, ein sehr zerfahrenes Spiel, fand ich auch. Was du auch gegen Hoffenheim erstmal hinbekommen musst, weil die eigentlich eine spielstarke Mannschaft sind. Aber da haben sie wirklich dann den Fuß im, quasi haben sie den Fuß immer reingestellt, die Wolfsburger. Aber spielerisch ist das auch noch nicht das Gelbe vom Ei, muss man ganz klar sagen. Ich fand aber am Ende war es schon verdientes Unentschieden auch, weil die Hoffenheim es schon wieder nicht geschafft haben, nach der Führung einfach das Spiel runter zu verwalten. Was letzte Saison immer geklappt hat, konntest du die Uhr nachstellen, klappt die Saison nicht mehr so. Und da merkst du halt wirklich so, dass sie in der Findungsphase sind und dass Nagelsmann durch Europa League jedes Spiel eine andere Mannschaft aufs Feld wirft und da einfach keine Automatismen da sind momentan. Ja, vor allen Dingen Hoffenheim, muss man sagen, kann sich auch bedanken beim überragenden Baumann, der, glaube ich, 2-3 richtig gute Chancen vereitelt, unter anderem einen Elfmeter auch gehalten hat. Oder? Ja. Ja. Mhm. Ja. Und ja, vor allem, wenn der reingeht, das ist ja wieder dieses typische Spiel, aber die sind auch in Wolfsburg auch verunsichert hoch 100. Wenn die dann mal in Führung gehen und dann mal ein Spiel vielleicht mal auch ein bisschen nach Hause tragen können, da sind sie noch nicht in der Lage zu gerade. Mhm. Aber ich fand, ich fand es jetzt auch nicht so, dass Hoffenheim da, also ich fand nicht, dass Hoffenheim so der klare Gewinner aus dem Spiel hätte sein müssen. Nee. Sie haben meiner Meinung nach einfach den schöneren Fußball gespielt, wenn dann auch in letzter Konsequenz nicht immer gut abgeschlossen, auch teilweise zu eigensinnig. Kramaric hatte da eine gute Chance, wo er einfach nur hätte rüberlegen müssen auf Wagner. Aber hast du gesehen, wie Wagner danach verzweifelt die Bank angeguckt hat? Ja, aber da wäre ich, glaube ich, als Mitspieler, ich wäre, glaube ich, ausgerastet. Das war lustig, das hat man irgendwie mehrfach in diesem Wochenende. Ja. Es gab ja auch eine Szene bei Hannover, kommen wir wahrscheinlich noch drauf, wo es auch so einen Streit gab. Gab es die auch bei Frankfurt gegen Dortmund? Bei Frankfurt gab es auch eine Sache, wo einer nicht rübergespielt hat.
Ja, aber das liegt natürlich auch daran, die Spieler wollen sich beweisen, wollen herausstechen. Egoismus ist das Stichwort. Ja, so ein bisschen. Also wir hatten gleich mehrere Szenen an diesem Wochenende, wo es halt wirklich, das wäre ein sicheres Tor gewesen, wenn sie quer gespielt hätten, aber haben es nicht getan. Jonathas auf Füllkrug war da noch so eine Szene bei Hannover. Stimmt, genau. Ja. Wobei er dann das zweite, glaube ich, vorbereitet hat. Ja. Aber ja, gut, Stürmer werden dann in Toren gemessen. Egotas wurde übrigens genannt. Egotas. Man muss natürlich sagen, wer hat das erzählt, dass Neymar oder irgendjemand, irgendein in seinem Vertrag, es war nicht Neymar, irgendjemand hat auch in seinem Vertrag drinne stehen, dass je mehr Tore er schießt, desto höher werden die Bonuszahlen. Cavani. War es Cavani? Also in der Geschichte ist es Neymar und Cavani. Es geht um die Elfmeter, um die sich Neymar und Cavani auf dem Platz gestritten haben. Und Grund war, weil Cavani für, ich glaube, Torschützenkönig oder so und so viele Elfmeter-Tore kriegt er noch 1 Million extra. Und da war halt dann auch die Frage, wenn du einen Vertrag hast, wo du bezahlt wirst, je mehr Tore du schießt, desto mehr Kohle, je mehr Boni kriegst du. Schiebst du dann noch den Pass rüber oder versuchst du dann selber den Abschluss zu suchen? Da hatten wir mal hier im Rahmen der Sendung ja drüber gesprochen, dass solche Verträge dann ja schon ins Spielerische fast eingreifen. Ja. 30.000 Football Leagues, ja. Aber die haben ja mittlerweile. Ja, Football Leagues war das, genau. Mittlerweile auch ganz viel Verträge mit Assists, dass die auch Geld geben. Um halt genau das zu verhindern. Ja. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Nur ein Stürmer, für Assists. Wobei, da hatten irgendwann gibt es für gute Pässe auch noch. Bei Gladbach hatten wir die Situation, wo Oskar Wendt frei vom Tor stehend eigentlich nur abziehen muss, aber nochmal links rüber spielt. Meinst du, seine Passprämie ist höher? Wahrscheinlich einfach eine höhere Passprämie als eine Torprämie. Das wäre auch nochmal interessant. So ein Verteidiger, so kriegt der auch vielleicht eine Zweikampfstatistikprämie oder so? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ich wüsste gerne mal, was die so alles an Prämien kriegen. Zu Wolfsburg gegen Hoffenheim vielleicht noch dieser Elfmeter, der umstrittene. Der wahrscheinlich, wenn es nicht Wolfsburg gegen Hoffenheim gewesen wäre, hätte dieser Videobeweis Elfmeter wochenlange Diskussionen nach sich gezogen. Du meinst, halb zog es hin, halb sank er hin? Genau, wo Posch und wurde gefoult, Origi, wo die sich gegenseitig ziehen und man eher das Gefühl hatte, Origi drückt Posch runter und dann aber der Schiedsrichter sich das auch nochmal auf dem Video angeguckt hat, per Videobeweis und gesagt hat, es ist Elfmeter. Weil er hinten nämlich zieht. Vorne schiebt er und hinten hat er ihn aber... Ja, Nagelsmann hat sich ziemlich aufgeregt nachher. Mhm. Kann man auch wieder diskutieren, aber das ist halt so ein Ding, wenn das bei Gladbach wenn das bei Bayern Leipzig passiert, dann reden wir die nächsten Wochen in dieser Sendung nur über diesen Elfmeter geredet, wahrscheinlich. Mhm. Aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir heute mal nicht über Videobeweise und Elfmeterentscheidungen und so geredet haben. Gibt auch keine. Gab keine. War in Bremen habe ich immer noch keine Videobeweisszene übrigens, aber das hatten wir. Es gab diesen Spieltag Videobeweise. Aber sie waren relativ klar, ne? Zum Beispiel der eine Elfmeter zum Beispiel war ein Videobeweis. Freiburg gegen Hertha gab es einen, glaube ich, oder? Ja, genau. Aber es waren relativ wenige diese. Also bis Sonntag war kein einziger. Das weiß ich, weil ich die einmal sammle und erfasse. Du sammelst die in so einer kleinen Büchse. Oh, da ist wieder ein Videobeweis. Dann trägst du den Schlüssel um Hals. So, wir machen ganz kurz Werbung. Und dann öffnen wir noch mal Tobis geheime Schatulle und sprechen noch über die verbleibenden Partien. Außerdem werfen wir einen Blick auf eure Kommunios. Was machst du da für Sachen, Tobi? Was soll das? So wird es nichts mit dem Sky. Mit Sky. Die nehmen keine Leute, die den Mittelfinger zeigen. So, haut rein. Viel. Das ist ein guter Mann. Das finde ich eine absolute Frechheit. Also das kann man. Ich bin geschockt. Also ich muss wirklich sagen, das sind Momente, in denen sollte man auch. Unfassbar. Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen, weil Tobi hat gerade Sachen in der Halbzeit in der Pause gesagt. Wenn die wüssten, was du hier vom Stapel lässt. Wie du wirklich bist, Tobi. Wenn die wüssten, wie du wirklich bist. Na gut. Das wahre Gesicht. Kommen wir doch zur nächsten Partie. Und zwar Augsburg gegen Hannover, die wunderschöne Stadt Hannover 96. Hannover 96. Zur Klärung, ich habe in der Pause gesagt, ich finde Hannover nicht hässlich als Stadt. Das reicht hier aus. Nein, das stimmt nicht. Das ist gelogen. Du hast gerade noch mal gesagt. Also soll ich sagen, was du gesagt hast? Ja, sag's ruhig. Du hast gesagt, Hannover ist hässlich, aber wenigstens wissen sie es und versuchen das und strengen sich deswegen an. Ja.
Das hast du ja gesagt. Als Stadt. Ich habe gerne in Hannover als Stadt gewohnt. Ja, aber da war mal was los. Okay. Na gut. Also. Das ist genau das ist der Grund, warum ich Hamburg nicht mag. Wegen dieser snobistischen Einstellung. Ja? Wenn man einmal sagt, man findet was an Hamburg nicht toll, dann werdet ihr aber eure Gesichter sehen. Ich habe nämlich in der Pause gesagt, ich finde Hamburg nicht so toll. Und da hättet ihr die Gesichter hier, das meinen die nämlich ernst. Die machen ja keine Jokes. Ich mache den Pulli noch ein bisschen. Und ich darf das sagen. Ich darf das sagen, ich habe mein ganzes Leben hier gewohnt. Ja, Hamburg. Aber du bist hier nicht geboren. Ja. Wo bist du eigentlich geboren? Hamburg. Echt? Ja. Und du bist Bremen-Fan? Ja. Alter Schwede, das ist ja alles. So, komm. Ja. Oh mein Gott. Aber apropos Hannover, Füllkrug. Ich hätte ihn gerne in Bremen behalten. Jetzt weiß ich warum. Naja, der hat die ganze Saison hat er nichts gerissen. Jetzt nein, hat er 2 Tore geschossen. Fürth auch nichts gerissen. Jetzt hat er 2 Tore gemacht. 2 Tore gemacht, Mann des Tages. War ein bisschen komisch, das Spiel auch, weil die Tore waren leicht verhinderbar eigentlich von Augsburg. Mhm. War eine Flanke aus wirklich vom Mittelkreis aus, eine Flanke in den Strafraum, Füllkrug köpft ein. Vor allem, so, weil Augsburg eigentlich gewinnen muss. Ja, Augsburg hat das Ding auch im Griff eigentlich. Ein zweites Tor, langer Ball, kommt zu Füllkrug durch, wo halt Augsburg auch völlig unnötig in eine 2-gegen-2-Situation dann reingeht, weil sie zu auch hoch stehen. Augsburg war eigentlich die beste Mannschaft, fand ich. Und da war es auch nicht wie bei Leverkusen, dass da eine geile taktische Umstellung war. War nicht. Hannover hat einfach nach der Halbzeit ein bisschen Gang hochgeschaltet, ein paar Spieler weiter nach vorne geschoben, hat es dann aber auch nicht die riesen Chancen erarbeitet. Also das hätte eigentlich Augsburg runter verwalten müssen, das Ding. Meiner Meinung nach. Aber spricht für Hannover diese Saison, spricht, ne? Für Hannover, ja. Die machen auch sehr, sehr wenig, sehr viel. Jetzt ja, nicht, also genau, nicht vom Potenzial her, aber auch von den Chancen her waren es auch keine Riesenchancen, hat Füllkrug gut gemacht. Hat noch eine Riesenchance mit Jonatas, der nicht rüberspielt. Egotas. Legolas. Ja. Jetzt stehen sie in der Tabelle, glaube ich, aber auf jeden Fall weit weg von da, wo ich so aus Bremer Sicht gerne einen direkten Abstiegskonkurrenten hätte. Insofern Chapeau. Also wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen 7 Gegentore. Das muss man ja schon eher taktisch erklären als sportlich, oder? Ja, also die sind natürlich, die fokussieren sich ganz klar auf die Defensive. Deswegen war es halt auch so ein bisschen so ein schönes Spiel für sie, fand ich, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn sie mal 1-0 hinten liegen, dann weiß ich nicht, ob sie noch zurückkommen können, weil sie halt sich so stark über die Defensive definieren. Aber es haben sie jetzt gezeigt, dass sie das doch können, auch mit etwas Glück und mit guter Chancenverwertung. Aber das war halt für Hannover, glaube ich, ein sehr wichtiges Spiel, einfach zu merken, okay, wir können auch nach einem 0-1 noch das Ding drehen und ein 2-1 uns holen. Ja, war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, um für Hannover sozusagen, geht's, in welche Richtung geht's jetzt? Ne? Also hätten sie jetzt verloren, dann wäre der Anschluss nach unten, klar, wäre immer noch gut mit 12 Punkten, hätten sie sich wahrscheinlich nicht beschweren können, aber jetzt hat man nochmal so gesagt, okay, wir wollen da oben uns ein bisschen festbeißen, wir wollen das Maximum da rausholen. Insofern, glaube ich, ein wichtiger Sieg gegen einen Gegner, der ja auf Augenhöhe war, weil Augsburg ja mit war ja davor punktgleich, also ich würde die auch beide voll in die Liste der Mannschaften packen, die bestimmt von Saisonbeginn sagen, Klassenerhalt ist das Ziel. Und wenn du Hannover bist und du hast am 8. Spiel oder 9. Spieltag 10 Punkte Vorsprung auf Platz 17, dann hast du bisher schon verdammt viel, verdammt richtig gemacht. Wer ist nochmal Platz 17? Boah, ich muss auch los langsam. Uhrzeit? Ja, wir kommen zum allerletzten Spiel des Spieltages. Was haben wir denn noch nicht? Freiburg-Hertha hatten wir nicht. Oh ja, das war natürlich eine ganz lahme Partie am Sonntag, muss man an der Stelle sagen. Das einzig Spannende war der Videobeweis. Ja, das 3 Elfmeter in einer Partie. Und nur 2 reingemacht. Und nur 2 reingemacht, weil Kalou einen übers Tor gehauen hat, einen hat er dann reingehauen. Mhm. Oder reingeschossen, sagen wir mal. Der war jetzt auch nicht so geil. Ausgeguckt. Ja. Und ansonsten war das auch nicht so ein geiles Spiel, fand ich. Ja, Freiburg hätte das Ding eigentlich für sich bezahlen müssen, fand ich. Also ich fand, die hatten schon gute Chancen, wären spielerisch besser, war am Anfang der Saison mit den ganzen Neuzugängen noch nicht so. Jetzt kriegen sie auch mal ein paar schönere Angriffe hin, weniger lange Bälle. Aber Hertha hat halt auch nicht viel angeboten und das war halt. Und das finde ich interessant, dass nämlich, ich glaube, im Vorfeld auch Dardai gesagt hat, mit dem Punkt in Freiburg ist er zufrieden und das ist immer noch Hertha BSC Berlin. Also die mittlerweile Europa League und eigentlich sich so gefestigt haben, dass ich mir denken würde, die müssten da doch irgendwie mit ein bisschen mehr Souveränität und Selbstbewusstsein in so ein Spiel gehen. Aber genau so haben sie es dann halt auch gespielt. Und dann ist es irgendwie, ich meine, ich als Bremer sitze da im Glashaus, aber das war schon ganz schön grauselig zu gucken. Mhm. Ja, war keine gute Partie. Ich finde auch Hertha diese Saison noch, haben sich noch nicht so richtig gefunden. Also auch sehr unkonstant. Haben zwar schon auch ein paar gute Spiele gemacht, aber generell fehlt mir da so der Drive, den sie letzte Saison hatten.
Auch da hat Dardai letzte Woche, glaube ich, was nach der Europa League was dazu gesagt. Nee, nach der Nationalmannschaftspause. Ich trainiere hier die ganze Zeit gar nicht mit der Mannschaft. Die kommen immer, gehen alle und dann reisen wir ständig. Deswegen kann man im Moment nicht mehr erwarten. Mhm. Das fand ich fast ein bisschen zu alibihaft. Aber auf der anderen Seite halte ich sehr viel von dem Typen, weil der sieht ziemlich straight ist. Er hat ja auch schon so ein paar Jungspieler da einfach mal so papamäßig aus der Mannschaft geschmissen mit. So, denk mal ein bisschen über dein Leben nach und dann kommst du wiederkommen. Mhm. Vielleicht ist er auch einfach nur realistisch in der Einschätzung. Denn Doppelbelastung, das hat auch schon, also Köln bricht es das Genick. Hertha rettet sich irgendwie da noch gerade so durch die Phase, also, glaube ich. Aber das ist exakt das, was wir hier auch immer wieder sagen, dass gerade so Vereine, die eigentlich, sag ich mal, Mittelfeldsvereine sind, wie Hertha, wie Köln, aber auch wie Mainz, Augsburg, Frankfurt, Bremen und so weiter, Bremen. Alle diese Mittelfeldsvereine, die dann international spielen, die kriegen Probleme in der Saison, weil sie in der Regel nicht den Kader haben und auch einfach das nicht gewöhnt sind. Und wir sehen es jetzt halt eben wieder. Vor allem, wenn du dann den da anguckst, das haben wir eben in der Pause ja kurz gesagt, also haben wir drüber gesprochen, die spielen in der Europa League, spielen sie unterdurchschnittlich. Die Doppelbelastung sorgt dafür, dass sie dann aber auch am Wochenende unterdurchschnittlich spielen, weil sie beides machen müssen auf drei Hochzeiten. Dann spielen sie jetzt im Pokal auch noch, das heißt, sie haben die alles Mögliche im Kopf, nur nicht Samstag 15:30 Uhr. Und das ich glaube, da gibt es wirklich nur die sechs Mannschaften da oben, die das kadertechnisch hinbekommen können. Mhm. Weil an der anderen weißt du, ich meine, die oben, die rotieren sich durch. Da ist es dann auch, da sind ja mittlerweile so 20 Spieler, die relativ gut eingesetzt werden können. Und das weißt du selber, ab da hinten geht's los, wenn dann zwei Schlüsselspieler fehlen oder ein bisschen überspielt sind, dann bricht gleich alles zusammen. Und das merkst du bei Hertha. Ibisevic wirkte da in dem Spiel so gereizt und so genervt. Ich habe keine Ahnung, ob von der Gesamtsituation oder so. Ich meine, normalerweise muss er ja schon erste Halbzeit mit Rot runter. So, das also, ist aber, weil der Lustenberger ihm das Haargel geklaut hat. Das hat einen anderen Grund. Ja, gut, irgendwie sowas. Aber auch sportlich, das wirkt alles mehr gereizt als harmonisch bei Hertha. Ja. Wir müssen den Spieltag jetzt mal abschließen. Wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle. Haben wir zwar schon ein paar Mal gemacht jetzt in der Sendung, aber da sehen wir, der Vorsprung von Borussia Dortmund auf Bayern München macht sich nur noch im Torverhältnis sichtbar. Mhm. Auch Leipzig ist oben dran, Hoffenheim, also die Vereine, die wir auch letzte Saison übrigens eine lange Zeit da oben gesehen haben. Schalke noch. Schalke kommt und wie gesagt, ich glaube ja, dass Leverkusen da auch dieses Jahr wieder mitmischen wird. Gladbach kommt auch noch zurück. Das sieht man. Dann haben wir mit Hannover, Frankfurt, Gladbach haben wir, glaube ich, die drei geilsten Mannschaften aus dem Mittelfeld. Also wenn ihr noch unentschlossen seid, dann schaut euch mal ein Spiel von Eintracht Frankfurt an. Geile Jungs. So, und dann sehen wir die ganzen Loser der Tabellenbesprechung aller Rocket Beans. Ah, über Platz 10 bis 18 will ich gar nicht reden. So. Ey. Komm, es tut mir auch weh. Wir machen jetzt weiter zum Abschluss endlich mal mit unserer Analyse eurer Communio-Ligen. Communio. Tobias Escher, in welcher Communio-Liga befindest du dich? Du bist gerade in Bundesliga 02. Ich bin in Bundesliga 02. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste Danny aus Bundesliga 02. Müsste der Spieler mit den meisten Punkten sein aus allen Ligen. Kann auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle, weil wie viel hat er denn? Er hat 275 What? Punkte. What? 275. Zeig mal seinen Kader, das interessiert mich jetzt. Sein aber. Kader. Also guck mal, siehst du oben rechts? Ja, Bartels hat gespielt, also Brandt, Stindl, Bartels, im Mittelfeld Goretzka, Zuber, Sabitzer, Schriegler. Das ist auch eine geile Mannschaft, oder? Bell, Halstenberg, Abraham, Leno. Oh, Halstenberg und Abraham hatte ich. Man muss aber sagen. Guck mal, das ist fast meine Mannschaft. Ich habe Abraham, Halstenberg und Leno gehabt. Halstenberg habe ich verkauft, weil er nicht eingesetzt wurde und da war mir zu viel Geld auf der Bank. Ist gar nicht so die geile Mannschaft. Komm ja, mal. Aber er hat jetzt zum Beispiel Müller gekauft. Ja. Der arme Kerl hat jetzt am Wochenende Müller gekauft, den er natürlich jetzt wieder verkaufen darf, gleich schnell. Aber Sokrates hat er auch noch? Sokrates hat er auch noch gekauft. Er hat ja ein paar neue Leute jetzt auch gekauft am Wochenende. Halstenberg, Sokrates. Ganz schön hohen Müller. Marktwert schon. Was sagt der Marktwert? Marktwert ist, glaube ich, 60 Millionen von der Mannschaft. Geh doch mal auf die Tabelle von der Liga. Von der Liga. Die Liga, also eigentlich für sich, ich habe mal in mehreren Ligen reingeguckt, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob Danny Erster ist. Ich habe nicht in alle reingeguckt, gestehe ich offen, tut mir leid. Aber die haben alle mehr Punkte als wir. Ja, die haben auch alle krasse Marktwerte. Wir krebsen alle so bei 30 Millionen ja, rum. Genau. Und die haben hier so, was sehe ich da, 52 Millionen. Bei Marek hier. Was ich glaube, wir würden uns hier einordnen mit unseren Punkten auf Platz 7 in dieser Dings.
Ich habe, glaube ich, 175, du hast 170 oder so. Ich habe solide 140. Das sind also echt gute Mannschaften. Und hier ist auch ordentlich Verkehr auf dem Transfermarkt los. Also Dani hat jetzt, wie gesagt, Müller gerade gekauft. Marek, also die sind auch sehr aktiv. Also hier, Balazs Martinez, ja gut, Velkovic verkauft von Dings, Janka und so weiter und so fort. Zakaria hat Dani auch noch gekauft, Thomas Müller hat er gekauft. Also da ist was los auf dem. Ach guck mal, die handeln untereinander. Nee, doch nicht. Nee. Ich dachte schon. Untereinander gibt es nur bei uns. Ich habe einen untereinander gekauft. Echt? Gerade. Wen? Ich habe Diallo gekauft von. Ich weiß es nicht genau, tut mir leid. Echt? Wieso? Ich habe 300.000 über Marktwert. Und Innenverteidiger funktionieren diese Saison bei Community, sage ich euch. Das ist ja meine These immer noch. Das ist immer eine große These. Ist der heiße Tipp mit den Sportradarnoten, die ja teilweise wirklich kontrovers diskutiert werden. Aber es scheint so, dass auch Sechser sehr gut punkten. Ja. Sechser und Innenverteidiger. Jetzt. Also Leute, die, kann man sagen, zweikampfstark sind. Ich glaube, Zweikämpfe sind diese Saison die Noten der heiße Scheiß. Basieren ja auf Statistiken. Und ich glaube, so Anzahl an Pässe, Zweikämpfe, Passquote, das geht da, glaube ich, stark mit rein. Natürlich auch Tore und Assists. Deswegen müsste man eigentlich sich so eine Mannschaft ausstellen aus guten Pässern, guten Zweikämpfern und Leuten, die Tore schießen. So. Wie Mike, zum Beispiel Mike meine Franz, Mannschaft Carlos Zambrano. Leute, okay, ja, da bin ich gespannt. Wenn ihr noch keine Liga habt bei Communio, könnt ihr euch natürlich eine Liga machen auf communio.de oder wie heißt die andere Seite? Ich vergesse mal den Namen. Deineliga.de oder so, ne? Mhm. Ich verstehe gar nicht, warum die noch Deineliga.de gemacht haben, wenn sie doch Communio haben. Communio ist doch viel cooler als die. Ja, Communio ist doch ein super Name, ist ein richtiger Markenname. Communio.de könnt ihr euch noch eine Liga machen. Wir sind jetzt erstmal raus. Jetzt gibt's New Game Plus. Mhm. Und heute um 20 Uhr, glaube ich schon, liebe Regie, korrigiert mich, wenn ich falsch sage, aber heute schon um 20 Uhr Team Limited. Das ist korrekt. Allerletzte Folge, zumindest für dieses Jahr, Team Limited. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ihr könnt auch mitzocken. Teile von euch zumindest, okay, ein paar und 20 Leute, glaube ich. Aber das wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Schaltet ein, wir sind raus. Danke, Nico. Darf ich deine Empfehlung Danke, geben? Tobias. Nein, doch. Auf YouTube, das VOD von Gröbs das Kneipenquiz ist sehr zu empfehlen. Oh ja, Rülps das Kneipenquiz, wer es verpasst hat, das könnt ihr euch noch mal geben. müsst ihr aber auch nicht. Tschüss. Ciao.